Hey Leute, Crymax hier, was geht ab, ihr Paul Berger, und heute müssen wir in Minecraft gegen alle Naturkatastrophen, Zombies und vieles mehr überleben. Und all das schaffen wir mit dem sichersten Haus. Das werden wir heute bauen. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Ey Lukas, bist du bereit dafür? Junge, easy, Alter. Wie easy? Denkst du, du schaffst das einfach oder was? Hey, natürlich, ich baue über die krasse Base und dann ist das Ding locker, Mann. Okay, also ganz ehrlich, wenn du denkst, dass du das so einfach überlebst, dann lass uns doch eine Challenge daraus machen. Willst du verlieren, oder? Ah, okay, gut, Bro. Lukas. Weißt du was? 20 Minuten haben wir Zeit, dann trifft hier der Tsunami ein und dann möge der bessere Spieler überleben in seiner Base, okay? Aber ganz kurz, ja? Soll das deine letzte Folge sein, oder was? Also, wie? Ich würde schon lieber mit mir zusammenbauen, als ob du das schaffst. Bro, ich werde auf jeden Fall eine krassere Base als du bauen, Junge. Bla, bla, bla. Hä? Wir werden sehen. Ja, okay, dann ab jetzt 20 Minuten, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir werden jetzt eine krassere Base bauen. Let's go. Oh mein Gott. Okay, Lukas, hey, was ist deine Taktik? Sag mal. Du bist schwimmen gegangen erst. Ich gehe schwimmen, ja klar. Das war eine sehr gute Taktik. Hey, Bro, ich baue mir jetzt die krassesten Sachen. Und werde übel die gute Base bauen. Ich habe sogar schon einen kleinen Plan, aber den werde ich halt dir nicht erzählen. Ich habe auch einen kleinen Plan, den werde ich dir aber auf jeden Fall erzählen. Und zwar, Lukas, mein Plan ist einfach eine Holzbase zu bauen. Würde ich auch machen. Eine Holzbase? Ja, vertrau mir, ich baue einfach eine Holzbase. Bro, unter Freunden, ich empfehle dir eine Base aus Erde zu bauen. Erde ist das Stärkste. Bro, das ist wirklich starkes Material. Danke für den Call. Ja, immer gerne. So. Ey, ich muss aber jetzt leider mal weiter. Ja, mach mal dein Ding, mach mal dein Ding. Ciao. So, Leute, wir haben uns jetzt mal gemutet. Die Zeit läuft. Ich habe nämlich jetzt hier direkt auch schon mal eine Höhle gefunden. Das läuft ja perfekt, Freunde. Und da ist nämlich auch schon Eisen. Leute, das ist optimal, weil das war hier nämlich auch mein erster Plan. Ah, leider, Leute, das ist nur ein Eisending. Und zwar, Leute, wir brauchen nämlich unbedingt einen Wassereimer, damit wir nämlich uns auch wieder Obsidian besorgen können. So, perfekt, optimal, Freunde. Jetzt nehmen wir hier noch ein bisschen Stein mit. Wir haben jetzt schon genug Eisen für einen Eimer zu machen, weil ihr wisst, Leute, Wasser plus Lava, da kann man sich nämlich easy Obsidian machen. Lukas checkt das bestimmt mal wieder nicht, Freunde. Und so werden wir ganz easy mal wieder gegen A Wife gewinnen, Leute. Weil letztes Mal bei der Säure-Challenge haben wir ja auch gegen A Wife gewonnen, falls ihr euch noch erinnert. Bro, also das Ding ist, Lukas ist ein guter Minecraft-Spieler, muss man ihm lassen. Aber was Basebauen angeht, Leute, ich bin einfach der krassere Basebauer. Es ist einfach so. Ich baue jetzt hier gleich die krasseste Tsunami-Base für uns. Die Zeit läuft hier 20 Minuten. Zack, 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 Leute. Hier noch ein bisschen Kohle, damit der Ofen natürlich jetzt auch gleich gut laufen kann. Ba, 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 ba. Hier, zack, alles mitnehmen, Freunde. Oh, das ist ja perfekt. Direkt hier eine Riesenhöhle gefunden. Oh mein Gott, ein Traum, Leute. Ein Traum. Optimal. Optimal, Freunde. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, Leute. Ich hoffe, Lukas findet jetzt keine Höhle. Zack, wir gehen hier einmal runter. Vielleicht sollten wir uns auch gleich mal noch eine Rüstung machen. Okay, ich glaube, das ist schon genug, Freunde. Ich will auf jeden Fall dieses Deep Slate, also dieser tiefen Schiefernstein oder so, wie der heißt, weil der hält auf jeden Fall mehr aus als normaler Stein. Hier geht's noch weiter runter. Oh, Leute, das ist ja wirklich ein Traum. Das ist ja hier ein Traum. Das läuft hier ganz perfekt, Freunde. Die Vorbereitungen laufen. Die Vorbereitungen laufen. Wo fängt denn dieser Tiefengestein an, oder? Oh mein Gott. Oh, Diamant. Da ist sogar Diamant, aber brauchen wir gar nicht Diamant, Leute. Wir haben ja eh schon hier eine Netherite-Spitzhacke. Wir haben ja eh schon eine Netherite. Aber okay, Leute, jetzt... Nein, ich bin doof, Freunde. Ich habe gar kein Holz mit runtergenommen. Oh mein Gott. Okay, das heißt, wir müssen gleich nochmal hochgehen. Zack, zack, zack. Wir nehmen jetzt erstmal hier schön viel Tiefengestein mit. Hier dieses Tiefenschiefern, weil daraus werden wir jetzt gleich unsere Base bauen. Weil, Leute, es trifft nicht nur ein Tsunami ein, sondern auch noch ein Säureregen, der unsere Base zerstört. Und dann kommt nämlich der Tsunami, der uns Schaden macht. Und Leute, ihr wisst ja, wir sind ja eh schon Profis. Wir sind Profis, was hier den Tsunami-Regen angeht. Zack, 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 zack. Hier perfekt Tiefenschiefergestein. Abfahrt, Freunde. Ba, 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 ba. Jetzt wäre nur noch der Traum, Leute, ein bisschen Lava. Ein bisschen Lava wäre hier noch ein Träumchen. Wobei ich ja, oh Gott, wobei ich ja sagen muss, wir haben ja leider sowieso kein Holz. Ey, wie dumm war das eigentlich, dass ich kein Holz mit runtergenommen habe, Freunde. Das war ja sowas von verloren von uns. Wir brauchen ja unbedingt irgendwie Obsidian. Ah, wir gucken uns hier mal weiter um. Ist hier vielleicht irgendwo so ein Lavasee oder sowas? Welche Höhe sind wir? Wir sind Höhe minus 23. Okay, das geht noch ein bisschen weiter runter. Das geht hier noch besser, Leute. Ba, 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 ba. Vielleicht finden wir irgendwo noch ein bisschen Lava. Oh, Leute, schön lecker Tiefengestein hier. Das ist natürlich fester als normaler Stein. Oh mein Gott, da ist die Lava, Leute. Da ist die Lava. Oh, oh, oh. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Traum, Freunde. Ein Traum. Okay, perfekt, Leute. Den Lavasee merken wir uns hier einmal.
Oh mein Gott, was für ein schöner, fetter Lavasee hier ist. Da können wir jetzt hier gleich richtig schön Obsidian uns besorgen. Optimal, Freunde. Wir gehen jetzt einmal wieder nach oben und werden uns jetzt hier mal noch Holz besorgen. Und dann fängt hier gleich der Basebau an, Leute. Zack, zack, zack. Hier schön hoch. Ey, Leute, dieses ganze Hochbauen hat mich jetzt hier auf jeden Fall echt nochmal Zeit gekostet. Also, wir wären auf jeden Fall schneller gewesen, wenn wir direkt mal oben ein bisschen Holz mitgenommen hätten, Leute. Das war echt nicht so schlau. Und oh mein Gott, ich höre hier irgendeine fette Höhle, Freunde. Aber wir haben an sich jetzt schon mal alles, was man braucht. Wir machen uns jetzt hier gleich schon mal eine schöne Eisenrüstung. Vielleicht halten wir dann auch mehr beim Tsunami aus. Oh mein Gott. Okay, nice. Wir sind oben. Okay, wir merken uns hier unseren Spot, wo wir reingekommen sind. Zack, Werkbank machen. So, Leute. Werkbank ganz wichtig. Und jetzt machen wir hier ein paar Öfen. Schnell, 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 Leute. Öfen. Okay, 3 Stück. Wir haben 3 Stück ready. Zack, zack, zack. Wo ist die Kohle? Was? Habe ich nur 13 Kohle mitgenommen? Ich dachte, ich hätte mehr Kohle mitgenommen. Oh, Mann, ey. Okay, Leute. Das Eisen brennt. Das Eisen brennt. Wir müssen noch mal kurz uns hier einen Überblick verschaffen. Ich weiß gar nicht, aus welcher Richtung wir gekommen sind. Wo ist hier überhaupt unsere Basebaufläche? Okay, Leute. Da hinten ist es. Da hinten werden wir gleich unsere Base bauen. Wir haben jetzt hier sogar eine Mauer außenrum gebaut, damit dieses Mal Wife auch nicht von uns abgucken kann, Freunde. So, aber alles gut, alles gut. Wir sind gut in der Zeit. Alles läuft hier. Bam, wir können jetzt hier schon mal die ersten Eimer machen. Beziehungsweise, ich werde jetzt uns hier erstmal eine Rüstung machen, Freunde. Erstmal eine schöne Rüstung. Zack, ich glaube, wir brauchen noch mehr Öfen, damit das noch schneller geht. So, Ofen Nummer 4. Das muss hier schneller gehen. Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit hier, Leute. So, eine Hose machen wir auch noch. Ich hoffe, dass wir dadurch länger den Tsunami durchhalten als Lukas, Leute. Zumindest gegen den Säureregen sollte das doch jetzt mal schützen, oder? Bam, Leute. Okay, nice. Wir haben jetzt eine komplette Eisenrüstung. Das ist schon mal ziemlich wichtig. Jetzt machen wir hier noch schön Eimer, Leute. Leute, das ist doch die Meta. Wir machen eine Lavadecke auf unsere Base drauf. Und dann, wenn das Wasser, der Tsunami kommt, dann entsteht da einfach Stein. Dann haben wir nochmal eine zusätzliche Schicht, Freunde. Hä, das ist ja voll die Meta. Okay, Öfen, alles abbauen. Zack, zack, zack. Mitnehmen. Wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, Freunde, jetzt als nächstes heißt es, wir haben jetzt hier nicht mehr so arg viel Zeit. Ich glaube, 7, 8 Minuten oder so sind jetzt schon weg. Wir müssen jetzt übelst viel Tiefengestein besorgen und Obsidian besorgen. Wir werden uns jetzt nämlich hier noch unsere Baumaterialien holen. Und mein Ziel ist auf jeden Fall 5 Minuten, spätestens 5 Minuten, bevor der Tsunami eintrifft, müssen wir wirklich anfangen, unsere Base zu bauen, damit wir dann wirklich auch was Gutes haben, Freunde. Hallo? Ja, Lukas, was los? Na, und? Wie läuft's? Ja, gut, gut. Wie läuft's bei dir? Oh, läuft gut. Ich baue gerade meinen zweiten Stack Obsidian ab und so halt wie immer, ne? Und was geht bei dir so? Deinen zweiten Stack Obsidian? Ja, Bro, ich bin ja kein Loser, so weißt du, ich meine, das geht ja ein bisschen schneller hier. Das ist gut, das ist schön, das freut mich für dich. Und, mit was baust du so? Ja, ich baue so mit Erde. Ja, ich baue mir eine Erdbase. Wie viel Zeit haben wir noch? 9 Minuten, aber ist ja easy für dich eigentlich, oder? Ja, okay, dann sag mir nochmal 5 Minuten vorher Bescheid, bevor der Tsunami kommt. Okay, bis gleich. Hey, bis gleich. Oh mein Gott, Leute, habt ihr es gehört? Lukas hat richtig viel Obsidian. Warum hat er denn so viele Obsidian, Freunde? Hä? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht, Leute. Ich meine, wir haben uns ja auch schon überbeeilt. Okay, wir müssen uns jetzt richtig ranhalten. Wir brauchen auch Obsidian. Wie viel Tiefengestein habe ich? Ja gut, da habe ich jetzt 3 Stacks, Freunde. Das ist ja, sollte ja eigentlich schon mal reichen zum Bauen. Das heißt, wir brauchen jetzt auch richtig... Das heißt, wir brauchen jetzt auch richtig viel Ding hier. Noch richtig viel Obsidian. Und dann müssen wir natürlich noch schnell nach oben kommen, um hier die Base auch fertig bauen zu können, Leute. Wir müssen uns jetzt hier richtig ranhalten. Zack, 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 Leute. Let's go. Okay, Leute, ich habe jetzt hier 1 Stack Obsidian. Das muss ausreichen. Ich glaube, ich mache jetzt aber hier lieber Trick 17. Und zwar, wir haben ja ziemlich viele Eimer. Ich glaube, das ist unser Vorteil gegenüber Awife, Leute. Und jetzt packen wir die hier richtig schön mit Lava voll, Leute. Und dann können wir nämlich ein richtig schönes Lava-Becken uns machen, Freunde. So, warte. Obwohl, ein Wassereimer müssen wir ja behalten. Aber einen weiteren können wir auch noch mitnehmen. Wir machen jetzt hier mal das Wasser hin. Zack. Und... Bam, Leute, let's go. Sehr, sehr gut. Wir haben jetzt richtig schön viele Wassereimer dabei. Wir machen uns noch einen weiteren Lava-Eimer. Und dann können wir nämlich richtig schön uns ein weiteres Obsidian-Becken quasi direkt anfertigen auf unserer Base, Leute. Oh, Leute, wir müssen auf jeden Fall überleben. Wir müssen auch weiter über oder länger überleben als Lukas, Freunde. Das kann nicht sein, dass der hier gewinnt gegen uns. Okay, wir nehmen jetzt mal schnell noch ein bisschen Tiefengestein mit und dann gehen wir nach oben und fangen an, die Base zu bauen, Freunde. Let's go. Okay, Leute, wir sind zurück. Wir sind zurück. Wo bauen wir? Ich glaube, hier bauen wir, Leute. Wir gucken mal kurz bei Lukas drüben. Ja, der hat auch noch nicht angefangen zu bauen. Zack, zack, zack. Okay, wir werden jetzt hier anfangen zu bauen, Freunde. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Okay, lass mal überlegen. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? Wir müssen eine Anti-Tsunami-Base bauen. Da kommt gleich eine Riesenwelle hier hingebrettert zu uns. Der Schutzwall geht natürlich noch weg. Ich würde sagen, wir bauen die Base jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich würde die so 8x8 bauen, Freunde. Eine 8x8 Base. Okay, Freunde. So, dann müssen wir natürlich nach oben gehen. Wir
brauchen hier mehrere Stockwerke am besten, weil natürlich von oben kommt Säureregen, der sich da erstmal durchbauen muss. Ich würde sagen, wir machen zwei Stockwerke. Wir machen zwei Stockwerke, Leute, und dann machen wir da die Obsidianschicht drauf und dann kommt das Lavabecken drauf. Na, Wife, wie läuft's bei dir so? Hä? Hallo? Ja, wie läuft's bei dir so? Läuft gut. Sehr schön. Bist du schon bei deiner Base? Bin schon am Base bauen. Alles gut, ich farm immer noch ein bisschen gerade, ein paar Items und so, weißt du. Ja. Weißt aber schon, dass in 5 Minuten der Tsunami kommt. Ja, alles gut, ich habe die Base schon angefangen. Ah, okay. Deswegen, das geht schnell gleich. Ah, gut, dann, ja, viel Glück. Ja, dir auch, ciao. Ich check's nicht, ich war ja gerade drüben, der lügt hier, Leute, der hat noch gar nicht angefangen, seine Base zu bauen. Das stimmt doch gar nicht. Oh, jeder, wie er möchte. Wir machen hier unser Ding. Oh, Leute, warte mal. Wir haben gar nicht mehr so arg viel von dem Tiefengestein hier. Vielleicht müssen wir davon nochmal ein bisschen was besorgen. Okay, Leute, wir haben jetzt nur ein Problem. Und zwar, mir ist hier dieser Tiefengestein ausgegangen, Leute. Hier unten sind die Wände reingezogen, aber oben noch nicht so ganz. Also, ich glaube, wir müssen da nochmal ein bisschen was besorgen gehen. Aber, Leute, da ich nicht weiß, wie viel Zeit wir haben, kommen wir jetzt erstmal zum wichtigeren Teil. Und zwar, Leute, wir brauchen ja hier ein komplettes Obsidian-Dach, Freunde. So, da bauen wir uns jetzt hier einmal ganz kurz hoch. Ich habe ja bewusst hier den Bunker 8x8 gemacht, weil das ist ja 64, Leute, 8x8. Und deswegen wird hier genau dieses Stack ausreichen für, zack, 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 Leute, für die Obsidian-Schicht, die uns hier hoffentlich schützen wird vor dem Säureregen. Bam, 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 schnell, 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 Leute, hier alles reinzimmern. Und jetzt haben wir hier noch ziemlich viel Lava-Eimer, Leute. Und jetzt werden wir nämlich gleich noch zu unserem Special-Trick kommen, dass hier nämlich Lava runterläuft. Aber dazu kommen wir gleich, weil das Dach muss hier erst fertig werden. Beziehungsweise der ganze Bunker muss erst fertig werden, bevor wir da Lava drüber kippen. Deswegen, wir müssen uns jetzt nochmal ganz schnell hier so ein bisschen Tiefengestein besorgen. Ich würde auch sagen, wir machen hier so ein kleines Loch quasi, wo die Lava dann abfließen kann gleich. So, dann soll die nämlich hier einmal schön reinlaufen, die Lava gleich. Boah, Leute, das wird hier wirklich Trick 17. Das wird hier wirklich die Trick 17 Base. Damit wird The Wife nicht rechnen. So, und dann bauen wir da natürlich auch noch einen Steinboden rein. Wer weiß ja, vielleicht ist irgendwie der Tsunami reißt uns hier den Boden weg und da kommt ein Erdrutsch oder sowas. Das muss natürlich auch ein festes Fundament haben hier, unser Haus. Immer noch ein bisschen Erde, Leute. Die Erde könnten wir im Zweifelsfall auch noch irgendwo draufpacken. Sieht zwar nicht so schön aus, aber wird vielleicht ein bisschen erstmal Lava abhalten. So, okay, wir brauchen jetzt nochmal ganz schnell ein bisschen Tiefengestein. Wir müssen uns jetzt richtig ranhalten, Leute. So, Freunde, ich habe jetzt hier 2 Stacks Tiefengestein nochmal schnell geholt. Wir müssen jetzt hier ganz schnell zurück, Leute. Ich glaube, wir haben nur noch 3 Minuten Zeit. Dann soll hier der Tsunami eintreffen. Oh, Leute, Lukas sehe ich hier auch schon am Bauen. Er baut hier auch gerade schon seine Base, Leute. Beeilen, 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 Leute, beeilen, beeilen. Warte mal. Leute, wisst ihr, was ich mir gerade denke? Können wir nicht hier einfach ein bisschen was von dieser Wand auch wegbauen? Dann hätte man ja zusätzliches Obsidian. Das wäre ja voll die Meta. Weiß ich nicht, ob das erlaubt ist, Leute. Aber wir machen es gleich einfach. So, jetzt bauen wir aber erstmal schön hier den Steinboden rein. Damit wir natürlich auch von unten gesichert sind. Hier wird dann gleich ein Lavabecken unter uns sein. Ich habe mir hier richtig was dabei gedacht. Das wird hier eine Hightech-Base. So, hier kann man dann nämlich so reingehen, Leute. Oh mein Gott, hier wird dann die Lava an der Seite vorbeilaufen. Okay, wir können uns jetzt auch noch hier was aus Eisen brennen schnell. Zack, zack, dann können wir nämlich hier auch Eisentüren reinziehen. Übernice. Boah, Leute, ich sage euch ehrlich, niemals hat A Wife so eine gute Base wie wir. Geht gar nicht. Oh mein Gott. Wenn jetzt hier nämlich gleich Wasser kommt, dann wird die ja komplett mit Stein überzogen. Das wird uns ja ein zusätzliche... Hallo? Schutzschildschicht geben. Oh, ja, na? Was? Ja? Zeit ist abgelaufen. Ja, nichts mehr bauen jetzt. Hä, gar wie? Gib mir mal noch eine Minute, Alter. Bro, wie? Ja, eine Minute, okay, Digga. Ich wusste, dann ja, hab ich auch noch einen. Kannst ja machen, aber ich wusste ja nicht, dass jetzt auf einmal vorbei ist hier. Okay. Eine Minute hat jeder noch. Let's go. Ja, gerne. Oh mein Gott. Nein, wie können wir... Leute, wir müssen das hier noch schnell wegbauen, bevor es losgeht. Oh mein Gott. Okay, jetzt kann man hier reingehen. Ey, das Ding ist jetzt komplett überzogen mit Lava. Oh mein Gott, Freunde. Was habe ich hier gebaut? Der Lava-Bunker. Ey, ich hoffe, das wird was bringen. Ich hoffe, das wird hier was bringen, Leute. Von mir aus kann es losgehen. Ich bin auch ready. Okay, sehr gut. Sollen wir uns vor den Eingang treffen? Ja, komm. Zeig mir erstmal deine Base, okay? Okay, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Hat einige Spezialfunktionen eingebaut. Aha, warte, ich komm. Okay, ich bin davor, soll ich reinkommen? Du kannst reinkommen. Yo, wahrscheinlich mit Lava. Bro. Bro, das ist ja übel stark. Mit 8 Lava-Eimern. Schlau kombiniert, Junge. Schlau kombiniert. Dann ist da noch eine Obsidianschicht drunter und wenn du willst, komm mal gerne rein hier. Bro, es ist so schlau. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? So, 2 Stockwerke auch, nur zur Sicherheit. Ja, schon mal Tiefenschiefer. Und von innen drin würde ich sagen, relativ unspektakulär halt. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, meine ist so ähnlich, nur halt ohne Lava, dafür halt krasser. Was du vergessen hast,
Bro, Tsunami, warum machst du dir keine Schutzwand? Okay, das stimmt. Guck mal hier, der Tsunami wird den hier machen. Pff, einfach gegenprallen, das war's. Ja, okay, der wird smart. Da gar nicht durchkommen. Stimmt, ich habe mehr über den Regen nachgedacht. Aber okay, okay. Ja, smart. Und dann, also du hast eine riesen Schutzwand aus Holz? Ist cool, und, ja. Ganz, ganz wichtig, Bro, ja. Die Hausform. Ich habe sehr, sehr klein gehalten, weil ein Tsunami will ja Angriffsfläche und die habe ich halt nicht geboten, weil wir smart. Ein schmales Häuschen haben. Ich sag dir ehrlich, du hast ein Schutzschild und krassere Materialien, also mehr Obsidian. Ich habe ein Lava-Dach. Ich bin sehr gespannt, welche Base jetzt hier gewinnt. Ja, also ich glaube, ist ja klar, wer hier gewinnt, aber... Ja, ich gehe mal lieber wieder in meine Lava-Base rüber. Ich gehe mal wieder hier rüber, ich gehe in mein Ding. Oh mein Gott, dann können Gott, wir die Wände Freunde. Nämlich jetzt auch schon wegmachen. Und den Tsunami starten. Oh und ich werde so Gott, gewinnen, Leute. Junge. Oh, also ich bin ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen, auf deine Fenster, weil ich habe hier kein Fenster drin. Sind die Schutzwände weg? Oh mein Gott. Geht schon los, Nate. Sag, wenn der Tsunami kommt. Ich weiß, ich bin gerade draußen. Ich guck gerade mal. Okay, ich bin auch noch draußen. Ich sehe nichts. Alter, Leute, Lukas Base gegen meine Base. Und hier kommt jetzt gleich ein Tsunami, Leute. Oh, wer wird überleben? Oh. Ey, du hast sogar Rüstung gemacht. Ja, ich habe mir sogar Rüstung gemacht. Oh mein Gott. Oh, Tsunami! Tsunami kommt. Oh mein Gott, ich geh rein. Oh mein Gott, Lukas, der Tsunami kommt. Junge, das ist so ein Riesending. Oh. Okay, let's go, Gott, ich geh rein. Ganz kurz, Max. Ja? Ich wünsche dir ganz viel Glück ohne deine Schutzschicht, Bro. Ich würde reingehen, guck mal, wie schnell der ist. Ach, ey, Leute, der kommt echt übel schnell. Aber okay, ich wünsche dir ganz viel Glück ohne deinen zusätzlichen Lava. Danke. Ja, egal, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Der trifft hier gleich ein. Das ist komplett geisteskrank. Wir müssen hier gleich schnell reingehen. Ich werde noch ganz kurz warten. Ich will ja auch hier noch den ersten Aufprall sehen. Alter, das ist echt eine Riesenwelle. Oh mein Gott, der Tsunami trifft hier gleich ein. Oh. Ich will es auch sehen, warte. Bro, das ist krank. Der verschlingt hier alles. Bist du draußen? Ja, renn. Der Tsunami kommt. Wow. Oh mein Gott. Ey, weißt du, was auch dumm war? Bro. Du hast dein Haus viel näher am Tsunami gebaut, Bro. Ja, das war echt nicht so smart. Warte, und gleich kommt das Wasser, okay. Gleich kommt das Wasser und berührt hier die Lava. Ich guck zu. Oh, dein erstes Lava wird gelöscht schon. Okay, sehr gut. Dann gehen wir rein, wir gehen rein. Oh! Perfekt, Leute. Hört ihr das? Okay, ich geh rein. Das hier ist der Klang des Erfolges. Okay. Oh. Okay, ich baue zu. Zubauen, dass hier jetzt kein Wasser reinläuft, Leute. Den Tunnel zubauen. Er kommt jetzt zu mir. Meine Schutzschicht, easy. Also bis jetzt kein Ding hier. Der hat das weggetankt. Er reißt alles ab, glaube ich, ne? Der hat das weggetankt. Reißt der jetzt alles weg, oder was? Ich glaube, natürlich, Bro, da ist Strömung drin. Oh, Leute. Deswegen brauchen wir doch krasse Blöcke. Ja, okay, das ist ein Argument. Deswegen, dein Cobblestone bringt gar nichts. Das ist kein Cobblestone, das ist Tiefengestein. Oh, ich bin drin. Ich bin drin. Ich glaube, es fängt sogar an zu gewittern gerade, kann es sein? Oh mein Gott, okay, Leute, wir bauen hier mal direkt noch zusätzliche Schichten ein. Hier, man weiß ja nie, ob hier von außen gerade schon die Blöcke abgebaut werden. Ich bin voll drin. Oh mein Gott. Okay. Ey, bei mir tropft es schon durch die Decke. Was? Ich seh's. Es tropft Nein. schon durch die Decke. Warte mal, das da vorne Wasser. Werden bestimmt auch gerade hier Blöcke abgebaut. Ja, Bro, das ist ja wieder ein echt gutes Qualitätsmerkmal für deinen Bunker, wenn da jetzt schon Wasser durchtropft. Ey, das heißt doch gar nichts, Bro. Also ich sitze hier noch in meinem Wohnzimmer und alles ist trocken. Bei mir ist auch alles gut. Ich höre ja ab und zu noch Lavablöcke, die gelöscht werden. Alles gut. Die verwandeln sich ja dann aber in zusätzliche Blöcke. Na? Ja. Das ist einfach Trick 17. Da. Nein, das ist einfach Trick 17, Bro. Bro, die werden gleich weggezogen. Das ist ein Unlimited Steinspawner, den ich da gemacht habe hier. Ja, ist klar. Okay, also bis jetzt, ich fühle mich hier noch ziemlich wohl in meinem Bunker. Ich bin trocken. Oh, ich sehe sogar, da werden schon Bodenblöcke rausgerissen. Was? Ja, vom Tsunami. Alter. Oh mein Gott. Hast du einen doppelten Boden bei dir eingebaut? So einen verstärkten? Natürlich habe ich einen doppelten Obsidianbogen, Bro. Okay, Obsidian ist natürlich sehr stark. Das habe ich jetzt nicht gemacht, Leute. Wir hauen hier mal noch ein paar Blöcke rein, die wir haben. Zack. Oh, wie läuft hier im Boden? Alles gut. Ich kann halt leider nicht rausgucken. Da bin ich ein bisschen neidisch auf dich. Aber warte mal, wir können ja mal vielleicht... Bro, das Wasser so bisschen... ist irgendwie vergiftet oder so. Ich wollte gerade rausgehen. Achso, kriegt man Schaden dadurch? Ja, yeah, man kriegt Blindness und sowas. Was? Übelkeit. Oh, Leute, guckt euch das hier mal an. Der Boden löst sich ja wirklich schon auf. Ja! Ist er weg bei dir? Nein, nicht draußen. Ich rede von draußen, Junge. Hier bei mir, alles gut. Schade. Hier, ich bin hier ganz im Trockenen. Alles gut, Lukas. Wir gucken mal rüber in Lukas seine Schmutzbase da. Ja, guck mal rüber, die steht noch komplett, mein Freund. Hier ist Wasser drin. Bei mir ist Wasser drin. Oh mein Gott. Oh, nein! Ich hab auch Übelkeit bekommen, weil ich hier gerade aufgebaut habe. Oh mein Gott, das bei mir ist vergiftet. Wasser drin. Alter, Leute, das ist giftig. Wasser.
Wie kann das sein? Perfekt, okay, Leute. Lukas, sein Haus schon Wasser. Du, wenn du willst, kannst du gerne rüberkommen, falls du Hilfe brauchst, aber... Bro, ich werde gar nichts brauchen. Warte mal ab. Oh, okay, es tropft über mir. Das, oh, das ist giftiges Wasser, Leute. Oh mein Gott, mir ist jetzt noch 20 Sekunden lang übel. Oh. Auch. Ah, Lukas. Oh, dein Schutzschild hat ja richtig viel gebracht. Ja, aber hä? Also ich bin immer noch im Trocknen. Und du? Ja, Bro, bei mir alles bestens, Digga. Oh, oh mein Gott, schaut mal, Leute, hier löst sich immer mehr der Boden auf, Leute. Der wird hier von der Strömung weggerissen. Oh, wir sind hier direkt im Meer, Leute. Guck mal hier. So, zack. Nein, Leute, hier ist eigentlich ganz schön. Oh, nein, 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 das Wasser kommt rein. Oh, ich habe wieder Übelkeit bekommen. Oh, aber diesmal zum Glück nur 11 Sekunden, alles gut. Oh, ist weg, ist weg. Hier muss man echt aufpassen, wenn man dieses Wasser berührt. Ich will es von außen sehen, ich will es von außen sehen. Ja, ich will es auch gerne von außen sehen. Man kann aber nicht rausgehen. Nee, 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 Leute. Rausgehen, das kannst du komplett aber vergessen. Aber guck mal, wenn du drin bist, einmal nach oben. Tropft deine Decke schon? Nee, also wirklich noch gar nicht. Bro, das kann nicht sein, meine obere Etage ist schon voller Wasser, Bro. What? Oh, oh. Es tropft schon wieder. Oh. Okay, ich werde gleich raus sein, safe. Wo? Oh mein Gott, kam wieder Wasser durch. Ist doch eine erfreuliche Oh, nein, nein. Nee. Oh, Bro, jetzt ist hier wieder dieses Übelkeitswasser hier reingelaufen. Ja, warte, sehe ich hier drin gerade. Ich muss jetzt anders bauen. Oh, oh mein Gott, okay. Also ich sag ehrlich, ich kann ja... Oh, nein. Da hinten ist gerade reingelaufen. Ist das hier hinten gerade durchgekommen? Oh mein Gott, Lukas, okay, okay. Bei mir ist gerade auch an der ersten Stelle, ist hier schon durchgebrochen. Auch. An der zweiten! Okay, Leute, das bricht hier langsam in der oberen Etage durch. Aber wir können ja immer noch in die Etage runtergehen, also alles gut. Bro, bei mir der ganze Boden löst sich auf über mir. Ich höre ja auch. Aber noch bin ich safe. Hier ist auch schon was am Tropfen. Oh mein Gott! Wieder Wasser, wieder! Kommt hier Wasser rein! Oh. Alter, ich kann in den Himmel gucken. Alles ist kaputt. Okay, ich geb die erste Etage auf, Leute. Wir gehen ins Erdgeschoss. Wir gehen ins Erdgeschoss rein. Du bist noch nicht im Erdgeschoss? Nee, eigentlich nicht. Bro, ich bin im Erdgeschoss. Ich baue mich die ganze Zeit noch weiter ein. Aber, ey, mein Obsidian hält übel stand. Okay, das ist schon mal sehr, sehr krass. Ah, hier ist wieder Wasser durchgekommen. Es kommt Wasser durch. Oh, Bro, die Strömung, ne, ist zu stark. Die Strömung ist echt stark hier bei der... Oh, oh mein Gott. Gott. Okay, wir machen hier das abbauen. Zack, 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 zack. Was? Wo kommt das denn jetzt hier auf der Seite auf einmal durch? Okay, wir müssen hier einmal alles abdichten, Freunde. Okay, nein, 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 das bricht hier brutal durch. Das bricht hier brutal durch. Es hat echt lange Stand gehalten, aber so langsam... Ey, baust du dich gerade in einer Ecke mit irgendwas ein, oder? Ja. Okay, ich auch. Aber ich habe nur noch 3 Glas übrig, dann ist vorbei. Ja, ich habe auch nur noch 15 Dirt. Okay, Leute, also so langsam bin ich hier am Ende angekommen. Oh, mein ganzes Haus löst sich auf. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Oh mein Gott, es geht immer schneller. Oh, 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 nein, 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 Leute, hier tropft schon Wasser, hier tropft schon Wasser. Oh, oh, oh. Okay, ich habe noch ein Glas, ich habe noch ein einziges. Ich bin gespannt, wer das Ding jetzt hier gewinnen wird. Ich hab ver... Bro. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Wie viel steht noch von deinem Haus? Also Bro, ich jetzt im Erdgeschoss, wo ich gerade bin, bin ich noch komplett trocken. Ich bin komplett nass. Das ist echt, Bro, alles. Okay. Oh nein, Wasser! Oh, Luke zumachen, Luke zumachen. Okay, okay, alles gut. Ich glaube, mein Haus ist... Guck mal dein Haus. Oh, wie das aussieht. Oh mein Gott. Oh mein wie Gott. Wie sieht's aus? Aber ich sag dir, Real Talk, von deinem Haus steht noch mehr als von meinem Haus. Alter, Ehre. Okay, warte, dann würde ich sagen, wir stoppen mal den Tsunami und ich gucke mir das auch mal von außen an. Oh mein Gott, Leute! Ey, guckt euch das hier mal an, wie zerstört das hier alles ist. Der Tsunami hat alles weggerissen. Boah, holy moly Macaroni. Ja, aber ich sag dir ehrlich... Zeig mal dein Haus. Ja, okay. Mhm. Wobei, guck mal, okay, hier war der Boden ungefähr. Warte, also ich habe mich jetzt hier gerade reingebaut. Also hier war ich gerade am Ende noch drin gechillt. Hier. Hier ist auch noch trocken. Okay. Ja, das hast du jetzt gerade nochmal neu gebaut. Ich schwöre, das war schon. Also es waren ja nur Blöcke, mit denen ich abgedichtet habe hier. Okay, komm, ich zeig dir mal, wo ich stehe. Ja, aber ich muss auch sagen, vom Zerstörungsfaktor her sind eigentlich beide relativ gleich. Also von mir aus können wir auch unentschieden sagen. Boah, Leute. Bro, das war's halt, ne? Also ich stand hier in der Ecke, hier. Hallo, Wife? Max? Ey, Bro, was geht denn hier ab, Alter? Hä, ich weiß auch nicht, hä? Du hast hier ein Haus, ich hab ein Haus, da vorne ist noch was. Leute, wo sind wir denn hier? Warte mal, komm mal kurz mit, wir gucken uns das da vorne mal an. Hä? Warte mal. Was ist? Ich sehe da schon irgendwas. Das ist ein Käfig. Ja, ja, das... Da und,
Siehst du diesen riesen Arm da drin? Oh mein Gott, Leute, das sind Riesenmonster. Ein Riesen-Creeper, Riesen-Zombie und ein Riesen-Skelett. Lukas, das kann nichts Gutes bedeuten. Hey, was sollen wir mit denen machen? Hey, was machen die auch für kranke Geräusche? Hey, warte mal, wir gucken mal, was hier steht. Zelle öffnen, Zelle schließen. Okay, also wir werden auf jeden Fall nicht die Zelle öffnen, Lukas, ja? Niemals. Alter, warte mal. Guck mal, dieser Creeper hat drei Beine. Ist hier noch irgendwas? Ey, wie komisch ist das denn? Und was? Hier sind unsere Häuser. Stopp, ihr zwei. Passt gut auf. Hey, Lukas, hast du das gehört? Was geht denn jetzt? Was war das? Ihr habt 20 Minuten Zeit, um euch vorzubereiten und dann werden meine Monster euch angreifen. Ey, Bro, was ist das denn? 20 Bro, Minuten Zeit und die Monster werden uns angreifen. Irgendjemand lässt sie aus dem Käfig raus. Hey, warte, müsste jeder sein Haus oder was? Ich glaube, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit und jeder muss sein Haus verteidigen. Aber du kannst doch gar nicht so gut bauen, oder? Bro, was soll das denn heißen? Ich kann besser bauen als du, Junge. Jo, wahrscheinlich, oder? Okay, dann lass uns ein Battle machen. Wer besser gegen die Zombies überlebt, der gewinnt. Hey, du wirst alleine sterben, Mann. Ja, das ist okay. Klar. Alles klar, werden wir sehen. 20 Minuten, let's go, Lukas. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Wir müssen uns gegen diese Riesenmonster verteidigen. Let's go. Oh, Leute, wir müssen hier bauen. Was haben wir alles? Okay, wir haben hier so ein paar Sachen, Baumaterialien bekommen, Leute. Oh, Rüstung, auch sehr wichtig. Die sollten wir auch mal direkt anlegen. Was ist das denn noch? Hulkhammer haben wir hier am Start, Leute. So, zack. Ist das irgendwie eine krasse Waffe? Okay, macht auf jeden Fall dicken Schaden, Leute. Ein Hulkhammer. Baumaterialien, um uns hier zu verstecken. Oh mein Gott, was ist das denn hier alles? Spikes, Traps, Geschütz. Oh, wir können uns eine richtig krasse OP-Base bauen, Leute. Okay, das werden wir jetzt mal machen. Käfigfallen, verstärkte Türen. Alter, Leute, das ist ja wirklich krass. Das ist ja wirklich krass, was wir hier alles am Start haben. Aber wir müssen uns natürlich auch krass gegen die ganzen Monster verteidigen, Leute. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach direkt mal anfangen, mir was richtig Krasses zu bauen. Ey, Junge, wer schießt hier auf mich? Wer schießt hier auf mich? Irgendwas hat mich hier gerade getroffen. War das vielleicht dieses Skelett, was da drin ist? Okay, Freunde, wir fangen jetzt einfach mal an zu bauen. Alter, was geht denn da hinten ab? Ey, die machen da richtig Rambazamba, die Monster. Die drehen da komplett durch, Leute. So, okay. Machen wir einmal hier, zack, zack, zack. Wir machen uns jetzt hier mal so eine Mauer hier erstmal außenrum. Leute, die Zeit läuft. Wir haben nur 20 Minuten Zeit, hat er gesagt. So, schnell hier Mauer außenrum zirkeln, Leute. Mach die einfach mal drei Blöcke hoch. Ich denke mal, das sollte reichen, dass die nicht drüber kommen. Über diese drei Blöcke Mauer natürlich hier auch aus schön verstärktem Obsidian. Die Mauer ist ja meiner Meinung nach erstmal das Wichtigste. So, weil mit der Mauer können wir dann ja arbeiten, dass wir da dann die ganzen Geschütze und so hinstellen. Oh mein Gott, wir müssen uns richtig beeilen, Leute, dass sie hier nicht reinkommen. Zack, 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 zack. Ich hoffe, das reicht überhaupt. Hier, um einmal um die ganze Base rumzukommen. So, ich denke mal, die meisten werden von vorne angreifen. Hier hinten ist ja weniger wichtig, würde ich jetzt mal behaupten. Ich werde auf jeden Fall auch die Tür, um in meine Base reinzukommen, da haben wir ja diese verstärkten Türen, aber die werde ich ja auch an der Hinterseite machen, weil die Monster greifen ja von vorne an, glaube ich mal, weil der Käfig auch da vorne ist, dass die erstmal gar nicht an meiner verstärkten Tür sind, Leute. Checkt ihr das? Ach, Lukas, du wirst schon sehen, wer hier die Nacht länger überlebt gegen die ganzen Zombies, Leute. Wir müssen hier die Zombie-Apokalypse überleben, Leute. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Bam, bam, bam. Okay, oh mein Gott, Leute, reicht das überhaupt? Reicht das überhaupt, das ganze Obsidian? Ich hoffe, aber ich denke schon, wir haben noch zwei Stacks. So schnell hier reinzirkeln. Okay, ich glaube, wir haben das auf jeden Fall schon mal ganz gut aufgeteilt. Lukas macht hier eine ähnliche Taktik. Der klaut ja hier alles. Der kopiert das von mir, Leute. Okay, dann können wir da erstmal ja so eine verstärkte Tür einbauen hier. Vielleicht mache ich auch so verschiedene Walls, Leute. Aber warte mal, wie komme ich denn dann da wieder rein? Bestimmt irgendwie mit Redstone oder sowas. Ein Hebel. Mit einem Hebel bestimmt, Leute. Ich denke mal, die Monster sind jetzt nicht so schlau, dass sie einen Hebel betätigen können. Okay, so schon mal nicht. Wie macht man diese verstärkte Tür? Okay, Leute, ich habe das Problem jetzt gelöst. Ich habe hier so eine andere Tür genommen. Zack, mit Code ist die jetzt gesichert. Richtig gut, Leute. Und die geht dann auch von alleine wieder zu. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal einen Wall gebaut. Oh, wir müssen uns aber auf jeden Fall richtig ranhalten. Oh mein Gott, schnell, schnell, schnell. Das Obsidian, Mann, das kostet hier alles Zeit. Zack, zack, zack. Einfach viermal die Eins. Da muss man nicht groß nachdenken. Wir müssen jetzt hier aber weiterbauen. Wir haben ja hier noch unsere ganzen Lasergeschütze. Und das richtig krasse Zeug haben wir ja noch gar nicht verwendet. Guck mal, hier Spikes, Leute. Wir können hier so Spikes um unser Ding rummachen. Das ist ja richtig krass, Freunde. Alter! Oh mein Gott, aber wir werden, glaube ich, das reicht nicht. Wir machen die mal in so einem Zweierabstand. So, alle zwei Blöcke machen wir hier mal so Spikes noch außenrum. So, da sollen die Monster hier mal dagegen laufen. Sollen die mal zeigen, wie die hier gegen meine Spikes klarkommen. Die werden hier an meine Wand dranrennen, Leute. Wie Wasser, was an eine Felswand dranläuft. So ein Ding wird das. Ha! Lukas wurde ja jetzt schon vom Mutanten erschossen, der Bummi. So, ey, aua! Ich habe auch Schaden bekommen. Oh, oh mein Gott, ey, ich werde hier die ganze Zeit angeschossen. Dieses Mutantenskelett, wo schießt das auf einmal her? Okay, Leute, sehr nice. Mal jetzt einfach hier sogar an manchen Stellen, kann man das hier durchgehend platzieren. So, okay, alle, oh mein Gott. Alle Spikes haben wir aufgebraucht. So, sehr gut. Dann gehen wir weiter gucken. Okay, was haben wir hier noch so Schönes, Freunde? Oh, wir müssen auf jeden Fall auch irgendwas bauen, dass wir hier auf unseren Turm, also hier oben so
quasi drauf laufen können. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. Ich werde hier sowas machen, damit wir hier oben so drauf laufen können. Zumindest hier auf der einen Seite. Ich glaube, das reicht auch aus. Man muss ja nicht ringsrum oben laufen können. Dann können wir nämlich hier mal gucken, ob die hier unsere Mauer zerstören. Sehr gut, Freunde. Das läuft schon mal. Wir haben sogar noch einen Spike, den wir auch verbauen können. Was haben wir denn hier noch alles Schönes? Diese Igniter-Traps. Oh, Fallen. Natürlich auch sehr krass. Oh, Geschütze, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall Geschütze, die auf die Monster draufschießen. Oh, Lukas baut hier auch einen Graben außenrum, auch sehr schlau. Ich werde auch einen Graben noch um die Spikes dann drumrum bauen. Dann machen wir hier Geschütz oben drauf. Okay, sobald hier... Oh mein Gott, guckt euch... Oh, ah, sorry. Mein Geschütz schießt Lukas an. Oh mein Gott. Pass besser auf. Komm besser nicht auf meine Seite, Junge. Ich weiß nicht, wo ich die überall hin platzieren soll. Weil ich denke, die werden halt schon überwiegend von vorne kommen, die Monster. Aber kann natürlich auch sein, dass die an jeder Seite sind. Deswegen setze ich einfach mal an jede Ecke hier noch so einen Geschützturm hin. Au, ey. Und Lukas schreibt, Junge Max. Warte, ich baue ab. Alter, der arme Lukas wird hier von meinen ganzen Geschützen hier weggeballert. So, wir bauen hier erstmal sowas davor, damit der arme Junge hier nicht die ganze Zeit abgeschossen wird. So, okay, haben wir jetzt schon mal zugebaut. Also Geschütze haben wir auf jeden Fall am Start. Dann auf jeden Fall sollten wir noch so einen kleinen Graben bauen. Das war eine ganz gute Idee von dem lieben Lukas. Oh mein Gott, ich sterbe auch gleich. Ich sterbe hier auch gleich. Und was werden wir denn jetzt hier schon angeschossen? Das muss aber schon eigentlich ein fetter Graben sein, dass die da reinfallen, weil das sind ja so größere Monster. Ich glaube, die brauchen schon mindestens zwei Blöcke, damit die auch wirklich da reinfallen. Alter. Alter. Wow, welches Skelett schießt denn hier die ganze Zeit auf mich? Okay, Leute, weiter geht's. Das kostet auf jeden Fall echt ein bisschen Zeit, hier den Graben zu machen. Und auf jeden Fall erstmal gucken, damit das hier auch gut tief ist, damit die da schön dagegen laufen. Okay, Lukas hat da auch in die Ecken die Geschütze reingesetzt. Aber ist ja auch okay, sich ein bisschen zu inspirieren, ne? Ist ja okay. Ich habe mich hier bei dem Graben auch an bei Lukas jetzt hier inspiriert. Boah, Leute, und dann setzen wir hier gleich Minen in den Graben rein. Dann fallen die hier rein. Mein Geschütz schießt von oben drauf. Und dann auch noch Explosionen durch die Minen. Boah, das wird die komplett hops nehmen, ich sage euch, wie es ist. Das wird die komplett hops nehmen. So, ich habe jetzt mal nur hier vorne den Graben gebaut erstmal. Weil wir müssen ja auch auf die Zeit achten, Leute. Ich sag mal, wenn man natürlich unendlich Zeit hat, Springminen, Claymore-Mine. Alter, was ist hier alles gibt, Leute. Munitionssysteme, Claymores. Ich nehme jetzt hier mal alles mit. Kameras können wir auch draußen hinsetzen. Auch cool, Leute. Taser, Trophy System, Protector. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung, was das alles ist, aber es ist krank. Es ist krank. Und hier nochmal Traps. Ey, Leute. Oh mein Gott. Warte mal, habe ich jetzt die Laser mitgenommen? Ich habe die Laser gar nicht mitgenommen. Laser, wichtig, Leute. Richtig und wichtig. So, jetzt werde ich nämlich hier richtig viele, wo sind sie? Claymores, Minen. Hier, die Minen. So, jetzt setzen wir nämlich direkt mal hier so ein paar Minen rein, Leute. Also wenn die hier reinfallen, Digga, die werden unnormal kassieren. So, wir machen einfach mal alle paar Blöcke hier so ein paar Minen. Oh, das wird ja komplett Ende. Die werden ja gar... Oh, da liegt auch noch... So, da lag auch noch Zeug von mir. Die werden ja gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Aber wir haben auch gar nicht mehr so arg viel Zeit, Leute. Eigentlich nur noch 5 Minuten. Der Graben frisst viel Zeit, aber ich glaube, der Graben wird, der wird wichtig. Ich glaube, der wird sehr wichtig. Weil dann werden die Geschütze einfach auf die von oben drauf ballern, wenn die da so getrappt sind. Die können sich ja nicht irgendwie rausbauen oder so, glaube ich. Lukas hat nämlich den Graben nur ein Block dick gemacht. Ich glaube, die Monster sind zu groß, um da reinzufallen. Also ich glaube, da sind wir schlauer, Leute, sage ich euch ehrlich. Oh mein Gott, wir haben ja schon Minen reingesetzt. Wir müssen aufpassen. Wir sind gerade fast in meine eigene Mine reingelaufen. Schnell, 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 Leute. Okay, wir sind raus. Minen. Nee, wo sind die Minen? Hier sind die Minen. Okay, wo haben wir schon überall welche gesetzt? Zack, 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 zack. Alle paar Blöcke hier, Leute. Bam, bam, bam. Das wird richtig Action, Leute. Das wird crazy. Okay, sehr nice. Wir müssen eigentlich noch viel, viel mehr in die Richtung machen. Dann werden wir hier noch mehr Minen außen rum setzen. Hier ganz außen noch direkt ein paar. Bro, das wird so overpowered. Ich bin gespannt, wer von uns wirklich hier weiter überlebt. Lukas oder ich. Das einzige Problem ist halt, die Minen sind irgendwann aufgebraucht. Ne? Das muss man halt irgendwann sagen. Irgendwann sind die halt bestimmt alle mal ausgelöst. So, guck mal hier, Leute. Passt doch perfekt. Passt doch hier perfekt. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr Sachen am Start. Ich brauche aber hier, was sind denn hier diese Igniter, Leute? Was ist denn das hier? Das weiß ich halt jetzt natürlich nicht. Was sind hier diese Igniter? Ist das wie so eine... Wie funktionieren die Dinger? Ich glaube, die zünden alles nach außen an. Kann das sein? Ich glaube, die sind sehr krass, Freunde. Dann nur die Frage, wie setze ich das jetzt am besten dahin? Wie setze ich das jetzt am besten hin? Beziehungsweise wie betätigt man die Teile? Mit dem Hebel? Das muss ich mal ganz kurz rausfinden. Ah, oh mein Gott, okay. Okay, die brauchen wir auf jeden Fall ringsrum, die Teile. Die fackeln einfach mal alles an. Wir müssen aber eigentlich ein bisschen sparsam damit umgehen. Sollten nicht zu viele. Kann man in seine eigenen Minen reinlaufen? Ich weiß es nicht. Ah, okay, gut. Man kann in seine eigenen Minen nicht reinlaufen. So, dann machen wir hier nämlich so Feuerteile hier oben noch hin. In alle Richtungen. Und dann zünde ich das einfach durchgehend durch.
Das wird halt einfach durchgehend alles abfackeln, wenn die hier in die Nähe kommen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr OP werden. Zack, zack, zack. So, was macht ihr jetzt, Monster? Oh, wir haben noch richtig viele. Wir könnten sogar noch ein paar mehr verbauen, Leute. Guck mal, hier die Seite machen wir durchgehend. Puff. Bro, Ende, Ende. Okay, Lukas macht hier auch noch ein paar Minen außen verteilen. Wir müssen das natürlich auch noch ans Redstone-Netz anschließen. Das dürfen wir nicht vergessen gleich. So, okay, sehr gut. Das haben wir einmal ringsrum gemacht. Oh, au, au, au. Oh mein Gott, die Stacheln, die hitten ganz mies anders, Leute. Und jetzt halt natürlich noch das Redstone, um das immer zu zünden. So, hier Redstone, Leute. Eine Redstone-Spur außenrum machen. Wir testen das mal. Der arme Lukas wird hier schon wieder von meinem Geschütz angefetzt. So, Test. Nein, nein, das muss höher gesetzt werden. Wie dumm ist das denn? Wie dumm ist das denn hier jetzt, Leute? Ey! Bro! Lukas, was machst du denn hier? Ey, der zündet meine ganzen Minen, Junge. Perfekt, Digga. Bro, ich wollte eine Kamera bei dir platzieren, um dich auszuspionieren. Ja, perfekt, Digga. Halbe Base am Arsch. Okay, Leute, wir haben jetzt hier mal die Riesenexplosion gerade einmal repariert und ich habe hier auch schon ein bisschen weiter gebaut. Ich habe jetzt hier nämlich so Ventilatoren angebracht, Leute. Wenn hier Monster in die Nähe kommen, ihr seht's, da wird man einfach direkt so richtig schön zurückgepusht, Leute. Und dann habe ich hier nochmal so eine kleine Cobblestone-Leiste außenrum gemacht. Wir haben ja leider kein Obsidian mehr, deswegen habe ich das aus Cobblestone gemacht. Meine Geschütze sind auf jeden Fall auch ready, einsatzbereit, kann man sagen. Ich hatte hier zuerst noch so eine Extra-Reihe gemacht, aber nicht, dass hier die Geschütze verdeckt. Deswegen baue ich das hier nochmal ab, Leute. Jetzt will ich auf jeden Fall gleich hier noch einen Laserzaun hinmachen, weil wir haben ja noch Laser, Leute. Also ganz, ganz wichtig. Und ich habe die Minen umgesetzt, dass sie nicht mehr hier außen sind, sondern nur noch hier in dem Graben drin. Warum, werde ich euch nämlich gleich erklären, Leute. Weil ich habe mir nämlich ein bisschen einen kleinen Plan gemacht, während wir hier gerade alles repariert haben, Leute. Ich habe nämlich einen richtigen OP-Taktik, einen richtigen OP-Plan habe ich gemacht, Leute. Weil wir müssen natürlich hier gegen A Wife gewinnen. Das darf nicht sein, dass A Wife hier gewinnt gegen uns. Oh nein, jetzt habe ich das abgebaut, ich Bummi. So, attackiert nur Monster in der Nähe. Sehr gut, Freunde. Ich hoffe, das bringt überhaupt da oben was. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber okay, Leute, jetzt machen wir mal mit den Laserblöcken weiter. Und da habe ich mir nämlich was Besonderes überlegt. Und zwar machen wir hier so eine Laserblöcke hin. Bam! Richtig schön hoch geht das hier. So. Und das müsst ihr jetzt, glaube ich, nämlich hier das Laser dann miteinander verbinden, wenn ich das jetzt hier hinsetze. Ja, oder auch nicht. Hä? Wer hat das hier weggebaut? Hallo, warum wurde das hier weggebaut gerade? Über was für eine Distanz gehen die denn, Leute? Auf jeden Fall so nicht. Da muss schon immer... Ah, da muss immer so ein Verbindungsteil nochmal dazwischen sein. Okay, müssen wir aufpassen. Dann können wir es wohl doch nicht so super hoch machen, wie ich dachte. Ja, warte, da macht das eigentlich keinen Sinn hier. Da muss ich das doch nochmal ein bisschen anders bauen. Ja, das ist hier nicht so einfach mit den Mods, sage ich euch ehrlich. Man muss das immer erstmal verstehen hier. Ich weiß nicht, über was für eine Distanz die gehen. 1, 2, 3, 4, 5... Okay, über 4 Blöcke. Die gehen über 4 Blöcke. Dann muss man so ein Verbindungsteil wieder setzen. Das ist schon mal gut zu wissen, Leute. Bam! Aber Leute, guckt euch das mal an. Wir machen hier so einen richtig schönen Laserzaun. Voll nice. Ich mache das jetzt erstmal nicht so hoch. 1, 2, 3, 4. Dann hier müssen wir wieder eins setzen. Boah, Leute, das wird ja richtig wild hier. Haha. Ey, Lukas macht einfach gerade das Gleiche. Junge, er soll mal aufhören, alles hier von mir nachzumachen. So, dann jetzt hier nochmal. 1, 2, 3, 4, zack. Wir müssen nur gucken, dass wir... Alter, Laser sieht ja überkrass aus. Das ist ja voll der Flex hier, Leute. Wir müssen nur gucken, dass das überhaupt reicht, dass wir das schön überall machen können. Weil wir haben nur noch die Hälfte. Ja, Laser ist schon babamäßig hier, Leute. Laser ist schon sehr, sehr wild. So, ziehen wir das hier noch überall hoch. Ich mache erstmal nur 2 hier hoch. So, boah. Guck mal, wenn die hier dagegen laufen, werden die erstmal so zurückgepusht, Leute. Das bringt richtig viel. Dann laufen die in den Laser rein. Von dem Laser fallen die in den Graben mit den Minen. Dann haben wir da noch Stacheln. Also das wird echt richtig krass hier, Leute. Unsere Monster-Zombie-Apokalypsen-Base wird sehr, sehr krass. Und die Flammenwerfer. Die Flammenwerfer müssen wir auch nochmal setzen. Ganz, ganz wichtig. Nein, ich komme nicht ganz hin. Wir haben nur noch einen, leider. Okay, hier hinten ist dann ein bisschen nicht so gut. Ist die Frage, wie wir das machen. Schade, ey. Ein paar mehr wären echt gut gewesen. Aber man muss ja mit dem arbeiten, was man hat, Freunde. Okay, dann wir brauchen Laser, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch schön Laser. Ich meine Feuer. So, jetzt die Frage, wie das funktioniert hier. Okay, das macht halt durchgehend Feuer. Auch nicht schlecht hier, ne? So ein Flammenwerfer wäre aber an sich ja noch krasser. Okay, da ist der Laser dazwischen. Können wir es auch wieder nicht hinsetzen. Ja, egal, Leute. Machen wir einfach hier so jeden zweiten noch ein bisschen Feuer. Das soll die erstmal ein bisschen abhalten. Fangen die schon mal an zu brennen. Bin ich jetzt gerade nicht so ganz überzeugt davon, aber das Problem ist... Ich habe es mir besser vorgestellt. Aber egal, Leute. Okay, nice. Jetzt könnten wir hier natürlich was Redstone-mäßiges setzen. Oh, Fallen müssen wir auf jeden Fall auch noch hinlegen. Können halt hier einfach fackeln. Komm, wir machen hier einfach Fackeln dahinter. Wir haben hier jetzt nicht die Zeit, um hier was Aufwendiges noch zu bauen. Oh, Leute. Mir gehen hier langsam die Redstone-Fackeln aus. Wir können das auch mit einem Hebel machen. Geht ja auch. Wir können auch einfach den Hebel umlegen.
Aua, ah, okay, das funktioniert auf jeden Fall, die Feuerfallen. Boah, Alter, meine ganze Base hier außenrum brennt. Das ist voll OP, Leute, was wir hier machen. Leute, das ist krank, das ist krank. Die werden einfach instant brennen. Boah, Alter. Alter, Alter, Alter. Okay, sehr wild. Spikes haben wir noch. Was haben wir hier noch? Was ist ein Trophy-System? Ich weiß gar nicht, was das ist, Leute. Außerdem habe ich hier noch Kameras hinplatziert. Die kann ich euch auch mal zeigen, wie das funktioniert. Dann nimmt man hier das Tablet, wählt hier die Kamera aus und dann sehe ich nämlich immer, was hier abgeht. Das ist auch richtig, richtig nice, Leute. Was ist denn hier ein Trophy-System? Was ist denn das? Ich weiß irgendwie leider nicht so ganz, was das ist hier. Manche Sachen verstehe ich nicht. Ich würde vielleicht einfach mal so Fallen da hinlegen. Dann ist da nämlich entweder Feuer oder eine Falle dazwischen. Bam, 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 bam. Boah, Leute, das wird hier uneinnehmbar. Das wird die uneinnehmbare Festung werden, ich sag's euch. Die werden erstmal abgefackelt, dann schießt das Geschütz drauf, dann müssen die einen Laserzaun überwinden, werden dabei immer wieder nach hinten gedingst, werden dabei auch immer wieder nach hinten von den Ventilatoren geschoben. Boah, Leute, das wird okay. Uns dürfte diese Falle ja nichts machen, oder? Ey, Leute, ich komme hier in mein eigenes Ding nicht mehr rein. Wir müssen das Ding hier abbauen. Aber es geht nicht. Man kann das nicht wegbauen. Okay, Freunde. Wir kommen hier in unsere eigene Base nicht mehr rein. Das ist gar nicht gut. Oh, hier auf die Fallen und die Minen von der Wife müssen wir aufpassen. Ich würde irgendwie ganz gerne noch ein Geschütz aufstellen irgendwie. Was ist denn dieses Protecto? Hier noch irgendwas Heftiges? Ich weiß nicht. An sich so ein paar Fallen könnte man hier noch auslegen. So, zack, Leute. Wir müssen halt einfach möglichst viel Zeit schinden. Und die Gesetze, alles klar, die Geschütze können ja dann den Rest erledigen. Ich glaube, von hier vorne werden die meisten angreifen. Deswegen habe ich vorne jetzt auch ein bisschen mehr gemacht. Wir haben aber viel. Wir haben sehr viel hier. Okay, sehr stark, Leute. Sehr. Ich weiß nicht, was das andere Zeug ist. Man kann hier noch ultra viele Minen, Claymores und so weiter hinmachen. Glaube ich, braucht man aber gar nicht. Weil das eh nur für zusätzliche Explosionen sorgen wird. Weil wenn ich jetzt hier draußen Explosionen mache, werden ja die anderen Fallen auch wieder weggehauen. Ne? Da muss man ja wirklich ein bisschen aufpassen. Was ist dieses Protecto? Ich weiß nicht, was dieses Protecto bedeutet, Leute. Zeit wäre um. Okay. So. Jo, was geht? Hey, Lukas. Ach, hey, da bist du ja. Was ist denn für eine Schmalspur-Base dahin? Was für Schmalspur-Base? Ich werde auf jeden Fall länger überleben als du. Junge, du hast zwei. Deine Laserteile sind nur zwei hoch. Da kann ja jeder drüber springen. Ja, und ist egal. Dann springen die hoch und dann werden die von meinen Ventilatoren nach hinten gepusht. Oh nein. Und landen dann im Feuer. Ja? Ja, warte mal. Das ist hier mit Taktik alles gebaut, Lukas, ja? Bro, ich habe hier meine Geschütztürme und so. Was hast du denn? Du hast da oben eingeschützt. Hey, ich habe dir doch hier an den Ecken, die Geschütztürme. Hier. Ach so, da. Ja, der dich vorhin hier weggeschossen hat. Oh! Nein! Geht los! Nein, Lukas! Das Ding ist offen! Nein, der Blitz ist genau reingeschlagen. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich wünsche dir viel Glück, Tschüss. Ich wünsche dir auch viel Glück. Oh mein Gott, okay, Leute, es geht los. Hier ist ein Blitz eingeschlagen. Oh, Alter, da vorne ist schon der erste gespawnt bei Lukas. Der löst hier schon die ersten Minen aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, mich greift auch einer an. Zwei greifen mich an. Feuer, Feuer. Oh mein Gott, feuert alles los. Geschütze feuert los. Oh, verteidigt die Burg, verteidigt die Burg. Okay, die hängen in den Fallen drin. Alter, die halten ja übel viel aus. Die halten ja übel viel aus, die Monster. Ey, bei mir sind direkt drei. Mich greifen direkt drei an. Feuert alles, was wir haben. Ey, die spawnen hier sogar kleine Zombies bei mir in der Base. Warte mal. Bro, die sind voll overpowered. Die steigen immer wieder auf. Hä? Die stehen immer wieder auf, Digga. Oh, Junge, der kommt. Die drehen voll nicht durch. Der kommt zu mir. Greif doch mal Lukas an. Hä, warum? Bro, die sind nur bei mir. Oh mein Gott, die Ventilatoren sind so wichtig. Die pushen die zurück. Let's go. Junge, meine Base ist zu strong. Oh mein Gott, Leute, das ist zu krank, die Monster, die angreifen. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwas Brauchbares haben. Was ist das denn hier? Damage Upgrader. Damage Upgrade hört sich eigentlich gut an. Wir setzen das mal neben unsere Geschütze. Vielleicht bringt das ja irgendwas, Leute. Ich weiß es nicht, ich hoffe. Oh, so, hä? Wie funktioniert das, Leute? Ich weiß nicht, Leute, wie das hier funktioniert. Kann man das hier irgendwo hinplatzieren oder so? Ich kenne mich hier nicht aus mit den Sachen. Max? Ja. Was war denn da los, Junge? Oh, Digga, das war zu krank gerade schon. Das war einfach zu krank. Weißt du, was dein Fehler war? Was war mein Fehler? Guck mal hier vorne hin. Bro, meine Zombies sind direkt gestorben. Wo sind deine Minen? Ja, Bro, meine Minen, die habe ich in dem Graben drin. Aber dann sprengt doch dein eigenes Haus weg. Nein, tut's nicht. Also, hoffe ich zumindest. Okay. Es geht weiter. Nein, ich habe das Geschütz nicht aufgesammelt. Ah! Riesenskelette! Oh mein Gott, ey, Mann, übelst Schaden. Ich gehe in Deckung. Oh mein Gott! Nein. Bro! Oh mein Gott, die drehen völlig durch. Wir können da nichts machen. Wir müssen in Deckung bleiben. Oh, yo, der trifft. Ich bin fast gestorben, ey. Okay, ich mache auf, Nummer sicher. Ey, das ist zu heftig. Wir müssen unsere Geschütze das regeln lassen. Safe. Okay, ich gehe kurz nochmal in mein Haus. Ey, er kann hochspringen. Aua! Ich glaube, die sind stuck, Leute. Ich glaube, die sind stuck. Auch die Riesen. Alter, die sind zu krank. Lukas, wie läuft's bei dir? Oh, okay. Er ist nicht da. Oh mein Gott.
Au! Ich bin in Deckung, ich bin in Deckung, ich bin in Deckung. Geschütze, ihr müsst das regeln. Aber bis jetzt ein gutes... Oh mein Gott! Nein, nein, ich wollte gerade sagen, bis jetzt ist ein gutes Zeichen, dass niemand in meiner Base drin ist. Er ist in meiner Base drin. Okay, die Geschütze müssen das regeln, die Geschütze müssen das regeln. Ach du Heilige, die haben meine Base übernommen. Die sind in meiner Base drin. Oh, das ist gar nicht gut. Oh mein Gott, nice, er ist kaputt, Geschütze haben geregelt. Sehr gut, habt ihr sehr gut gemacht, Geschütze. Ich werde jetzt hier noch einen weiteren Geschützturm hier vorne hin platzieren, Leute. Weil ich habe hier vorne nur zwei. So, jetzt haben wir nämlich an der Vorderseite drei Geschütze, weil ich wusste nicht, aus welcher Richtung die später angreifen. Aber die greifen ja doch nur von vorne an. Ey Leute, Lukas ist da drüben noch am Fighten gegen Riesenskelett. In der Zeit habe ich mir überlegt, falls das nochmal so passieren sollte, wie jetzt gerade, dass hier manche Monster wirklich hier so hochkommen zu mir, werde ich hier auch nochmal Minen hinlegen. Ich hoffe, das macht jetzt hier nicht meine ganze Mauer kaputt, sage ich euch ehrlich. Aber egal, für den Fall der Fälle, falls sie hier hochkommen, dann besser ist, hier explodiert alles, als dass sie in meine Base kommen. Wer weiß, wie stark die noch werden hier. So, ein paar Minen hier hinmachen, ein paar Springminen. Ich weiß nicht, was Springminen sind. Vielleicht werden die dadurch wieder zurück, keine Ahnung, geworfen, weil die dann hochspringen. So, ein paar Springminen machen wir hin, sehr gut. Dann habe ich mir überlegt, falls die es wieder hier hochschaffen sollten, machen wir hier nochmal so ein paar Zacken hin. Ey, wer schießt mich denn hier schon wieder an? Wer schießt mich hier schon wieder an? Aua! Mann, Mann, Mann. Ey, da ist ja immer noch ein Skelett. Ey, Lukas, kann deine Base mal die endlich kaputt machen? Ey, Lukas kriegt ja mit seiner Base gar nichts hin, Leute. Jetzt greifen die mich ja schon wieder an. Ey, nein, Max, nein! Die Geschütze haben mich getötet! Nein! Nein, ey, bei mir ist hier was explodiert. Meine halbe Base ist kaputt. Let's go. Oh. Ey, Bro, Digga, deine Geschütze. Oh, warte, das ist mein eines Geschütz. Sorry, das ist nicht richtig eingestellt. Das greift dich immer noch an. Ich merk's. Sorry, jetzt greifst du noch Monster an. Ey, okay. Bro, deine Base kriegt ja gar nichts hin. Junge, let's go, weil ich einfach die Macher-Base hab, Junge. Die kriegt nichts hin. Die greifen immer nur mich an. So. Let's go. Zack, zack. Okay, ey, du hast auch noch Minen platziert, ne? Also hier oben auf meiner Mauer, ja. Okay. So, bam. Machen wir hier noch ein bisschen was, damit die hier nicht drüber kommen. Ey, warte mal. Bro, da sind die Nächsten, die angreifen. Das sind in meiner... Nein, die sind in meiner... No! Ich bin tot. Nein. Bro, der zerfetzt meine Base. Der zerfetzt meine Base. Der ist zu stark. Nein. Oh mein Gott. Ey, meine ganze Base. Bro. Wo ist der? Hast du den angeguckt? Nein, nicht bewusst. Ey, bei mir ist alles kaputt, Mann. Ja. Alles gut, Base, wir schaffen das. Ja, jetzt greift mal Lukas an. Nein, ich bin tot, ich werde sterben. So, alles gut, Leute. So, wir reparieren unsere Base. Alles, oh nein, es ist nicht alles gut. Es ist nicht alles gut, weil durch die Explosion sind diese ganzen Ventilatoren jetzt ausgefallen. Oh nein, Leute, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Okay, ich versuche hier ein bisschen zu reparieren, aber unsere Ventilatorenfalle ist somit ausgefallen. Das heißt, die kommen jetzt auch näher zu mir. Der größte Teil der Feuerfallen ist auch ausgefallen, Leute. Das heißt, jetzt wird nur noch die Laserschranke die größtenteils abhalten und die Geschütze. Die Geschütze sind zum Glück immer noch stabil am Start. Aber hier in meiner Base sieht es aus wie, Leute... Oh nein. Okay, jetzt ist Lukas dran. Jetzt muss Lukas sich erstmal beweisen gegen die zwei Endermans. Ja, der hat mich hier ausgelacht. Soll er erstmal zeigen, was seine Base kann da drüben. Ja, perfekt. Ich werde schon fertig. Oh nein. Nein, was habe ich hier für eine Verzauberung? Ich bin blind. Ich bin blind, ich sehe nichts. Ich bin auch blind. No. Hey, was machst du an meiner Base? Bro, ich bin außer, ich wurde irgendwo hin teleportiert. Ich weiß nicht, wo ich bin. Bro, die Monster sind krank. Die Monster sind krank, ich muss in meine Base rein. Ich weiß nicht, was du da gebaut hast, aber ich höre nur Explosionen bei dir. Au, das war eine Mine von dir. Ich bin eine Mine von dir reingelaufen. Ja, durchs Zahlenschloss rein. Ey, Digga, aber ich werde hops genommen. Haben wir es geschafft? Nein, bei mir ist immer noch einer. Ich werde absolut hops genommen von denen. Aber es ist nur noch einer, oder? Ey, hier sind einer. Spinnenschweine bei mir. Oder oh diese Gott. Monster hier, die Monster sind zu krass. Meine ganze... Oh, hier sind auch Spinnenschweine. Aber wir sind beide bis jetzt einmal gestorben, oder? Ja, von Zombies bin ich einmal gestorben. Ich einmal an den Endermans. Ey, hast du einen Enderman angeguckt? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Aber ja, die können... Also, die sind zu strong, die sind zu strong. Alter, genau hinter dir ist dieses Schwein-Ding oben. Ja, aber die machen, glaube ich, keinen Schaden. Also, meine Geschütze schießen hier voll drauf, es juckt sie einfach nicht. Es juckt die Endermans einfach nicht. Ey, guck mal, wie die da stehen, das ist eben ganz egal, ne? Bruder, die sind heftig. Was, wenn ich den jetzt attack schon wieder? Ich weiß nicht. Au! Ey, was passiert hier? Der Enderman ist gestorben. Der ist gestorben, ja toll. Und jetzt macht er nochmal richtig Schaden. Also Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe schon richtig krasse Schäden an meiner Base hier vorne. Junge, guck mal, meine steht noch komplett. Habe ich überhaupt... Oh mein Gott, Riesen-Creeper. Oh mein Gott. Nein. Okay, Riesen-Creeper. Oh mein Gott. Komm, los, Geschütze auspacken. Volle Kraft voraus. Oh. Ey Leute, das Problem ist, die Ventilatoren hier vorne sind ausgefallen. Das heißt, die kommen hier... Oh mein Gott, das heißt, die kommen hier nach vorne. Und hier sind Mini-Creeper. Nein. Die kommen in meine Base rein. Leute. Die sind in meiner Base drin. Oh mein Gott, okay, das war's. Ende bei mir. Der Riesen-Creeper ist in meiner Base. Er ist in meiner Base. Meine Base ist gefallen, Leute.
Die Base ist gefallen, die Geschütze feuern noch. Ein Geschütz ist hier vorne nur noch. Das ist in meiner Base! Bro, bei mir auch. Meine Base ist gefallen. Meine Base ist offiziell gefallen, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war's, das war's. Bei Lukas drüben. Alter. Ey, Leute, diese Modded Monster sind zu geisteskrank. Die sind zu geisteskrank. Wir gucken mal, was bei Lukas drüben abgeht. Aber ich glaube, bei ihm ist auch... Oh mein Gott, guckt euch das mal an, was die hier für einen Krater reingesprengt haben. Von meiner Base ist hier gar nichts mehr übrig. Ah, Lukas wird da hops genommen von dem. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, da kommen noch mehr, Junge. Oha, ich kann doch jetzt schon nichts mehr machen. Okay, da kommen noch mehr kleine Creeper raus. Ich bin auf der Flucht. Ich bin auf der Flucht. Das war's. Das war's. Lukas, ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Oh. Du bist noch mal gestorben. Bro, ich habe diesen Creeper gar nicht gesehen. Also, Bro, ich glaube, wir können sagen, wir haben beide verloren. Ich glaube, wir können sagen, es gibt keinen Gewinner, oder? Ich sag dir ehrlich, die sind zu stark. Die sind zu krank. Die sind viel zu stark. Bro, die haben uns fertig gemacht. Was ist das? Die haben unsere Base komplett überrannt. Wife, was machst du hier? Ich hab MG, Junge. Oh, aua. Wow. Bro, beruhig dich mal. Okay, guck mal. Alter, was ist das denn? Leute, heute gibt's auf jeden Fall eine richtig krasse Basebau-Challenge. Und ihr seht schon, heute sind wir mit extrem krassen Waffen unterwegs. Und zwar, Lukas, heute wird es nämlich die Challenge sein. Wer baut die sicherste Base gegen 1000 Creeper? Oha, Junge. Oh, ich muss auch mal damit rum. Oh mein Gott. Alter, ist das krass. Guck mal, ich gebe dir das Ding mal wieder zurück, weil wir haben ja unsere Bases. Die werden wir jetzt gleich mal bauen. Und lass erstmal da vorne gucken, wer heute überhaupt unser Gegner ist. Warte mal, was? Hä? Was ist denn da drin? Bro, was ist das denn? Da sind Tiger und sowas drin. Das ist ein Krokodil, oder? Und Rieseninsekten. Alter, werden wir heute von Tieren angegriffen? Ich habe keine Ahnung, aber wir müssen eine krasse Base bauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, los geht's, Lukas. Wer zuletzt seine Base noch steht, der hat gewonnen. Let's go. Let's go. Okay, ich würde sagen, Lukas, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, hier eine sichere Base zu bauen. Und dann ist die Zeit abgelaufen, ja? Easy. Ich werde eh wieder gewinnen. Alles klar, Leute. So, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also hey, heute. Max, ich wünsche dir viel Glück, ne? Ja, wünsche ich dir auch, ja. Au, ey! Junge, beruhig dich mal. Okay, alles gut. Du, so ein Beef willst du ja machen, ha? Junge, wenn du mich einmal abschießt, ne, dann ich schieß nochmal. Nee, ich schieß dich nicht ab. Ich schieß dich nicht ab. Oh, ist da gerade eine Granate in dein Haus geflogen? Oh. Junge! Ja, ich hab gesagt... Was für ein Ja? Ja, ich hab gesagt, ich schieß dich nicht ab. Bro, du hast mein halbes Haus in die Luft gesprengt. Guck mal, es fehlt alles. Ich hab dich nicht abgeschossen. Ich hab nur eine Granate geworfen. Junge, du wirst sehen, glaub mir. Ja, komm, dann bau. Bau mal. Gucken wir mal, wer eine bessere Challenge-Base baut hier. Ja, komm, let's go, let's okay, let's go, Freunde. Abfahrt, jetzt 20 Minuten. Zack, wir bauen erstmal nämlich hier, werde ich so eine fette Obsidianwand hier bauen. Was macht der da? Ich habe irgendwie Angst, dass mir gleich hier schon wieder in den Rücken geschossen wird. Bei dem Jungen muss man aufpassen. So, wir bauen unsere Base auf jeden Fall aus Obsidian. Ganz, ganz wichtig. So, dann zack, zack. Diesmal werde ich die Base auch so ein bisschen rund bauen. Nicht so eckig, dass nur von einer Seite die ankommen. Ich glaube, das reicht hier schon vom Ding her. Oder würdet ihr die noch... Nein, ich glaube, die müssen wir nicht noch größer machen. Ich glaube, das reicht so. Wir ziehen jetzt hier erstmal die Mauer rum. Haben natürlich hier ein bisschen Zeitdruck, Leute. Oh Gott, Minenfelder und so. Wir müssen noch mal gucken, was wir alles überhaupt im Inventar haben. Ach komm, wisst ihr was? Das machen wir gleich. Machen wir erstmal hier den Eingang dann in unsere Base. Wir schauen mal gleich, was wir alles haben. Letztes Mal hatten wir ja auch irgendwie so Minen und sowas gehabt. Dieses Mal gibt es jetzt wohl sogar so richtige Waffen hier. Also es wird krass. Es wird auf jeden Fall krass werden. Okay, Leute, wir haben jetzt hier gleich die Mauer fertig. Wir müssen gleich mal schauen, was unsere Konkurrenz da drüben so macht. Obwohl ich Lukas eigentlich nicht mal Konkurrenz für uns nennen möchte. Oh, was macht der da? Aha, okay. Er baut hier erstmal einen Cobblestone-Bunker außenrum. Okay. Ich würde sagen, wir bauen hier noch eins höher, so 4 Blöcke hoch. 3 Blöcke ist mir irgendwie nicht hoch genug. Und dann müssen wir da natürlich noch so einen Weg bauen, dass wir da auch vernünftig drauf laufen können. Dann bauen wir überall Geschütztürme auf. Das wird gut werden. Vertraut mir doch, Leute. Vertraut mir doch. Bin sogar am Überlegen, die Base 2 Obsidian dick zu bauen, weil wir haben noch richtig viel Obsidian übrig, merke ich gerade. Ich glaube, wir könnten das Ding wirklich gefühlt zweifach ummanteln. Das werde ich jetzt mal machen. Wir machen hier so eine Zweifach-Ummantelung rum. So, Freunde, meine Base hat jetzt hier größtenteils eine Zweifach-Ummantelung, werde ich das Ganze jetzt hier mal nennen. Okay, also nicht komplett
komplett, aber schon größtenteils. Hier hinten nicht ganz. Naja, egal, was soll's. Also eine Mauer haben wir schon mal. Ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir natürlich hier noch ganz viel anderes Zeug, wie hier so eine Laserblöcke, die Geschütztürme und. Da würde ich sagen, deswegen machen wir jetzt erstmal hier die Geschütztürme, stellen wir auf. Die werden dann später nämlich auf die ganzen Mobs draufschießen. Attack Hostile Mobs. Okay, nur Mobs bitte angreifen. Nicht den Lukas bitte hier abschießen. Okay, nur Mobs. Einmal richtig alle einstellen. Okay, sehr gut. In jede Ecke kommt hier ein automatischer Geschützturm hin, der hier die Monster angreifen wird. Okay, perfekt. Und dann können wir ja noch so einen Zusatzgeschützturm hier vorne hin machen. Weil ich denke mal, dass die meisten auf jeden Fall von hier vorne angreifen werden. Laserblocks, Leute. Laserblocks, auch ganz, ganz wichtiges Ding. So, und Essen, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil wir kriegen hier auch die ganze Zeit Schaden. Also wir haben jetzt noch Laserblöcke, die wir aufbauen können. Wir haben hier noch so eine Fallen, die wir aufstellen können. Diese Fans waren krass. Dispenser haben wir. Hier eine Tür haben wir auf jeden Fall noch. Zu den Waffen kommen wir am Ende, würde ich sagen. Nehmen wir hier mal noch ein bisschen Baumaterialien mit. Okay, dann haben wir hier nochmal, oh, diese Igniter, Leute, war ja auch nicht schlecht. Hier Spikes, Traps, oh, wow, wow, und Minen. Eieiei, Leute, eieiei. Was sollen wir zuerst machen? Sollen wir jetzt hier mal noch so, ja komm, wir müssen hier mal noch Laser rummachen. Weiß gar nicht mehr, wie die Teile funktioniert haben. Ah ja, so haben die funktioniert. Haben wir hier ein Werkzeug, womit ich die auch wieder abbauen kann? Okay, jetzt haben wir hier so ein Spezialabbauwerkzeug. Damit können wir das nämlich wieder wegmachen. Boah! Oh mein Gott, Leute, so muss das aussehen. So muss das aussehen. Uiuiui, ja, das ist gut, das ist gut. Wir haben sowieso richtig viel davon. Okay, wild, sehr wild. Ich bin auch irgendwie dafür, dass wir hier den Rest, auch wenn wir kein Obsidian mehr haben, bauen wir einfach mit Cobblestone weiter, damit unsere Mauer hier überall zwei Dinger breit ist. Okay, jetzt haben wir gleich hier komplett, wenn auch nicht ganz aus Obsidian, hier zwei Blöcke breit die Mauern gezogen. Also da müssen die erstmal durchkommen hier. Da müssen die Monster sich erstmal durchkämpfen. So, sehr gut. Wie gesagt, dieses Mal werden wir auch ein Dach bauen, weil letztes Mal sind ja irgendwie diese OP-Creeper, die haben ja auch besondere Fähigkeiten. Die sind dann auch hier wirklich halt reingesprungen in die Base. Deswegen habe ich mir überlegt, wie machen wir das? So, boah, genau, machen wir hier so drei Blöcke hoch, damit wir natürlich hier oben noch laufen können. Boah, ich habe eine richtig, ich weiß schon genau, wie wir das machen. 1, 2, 3. Und zwar werden wir jetzt gleich mit einer Werkbank, machen wir draus diese Half-Slabs. Okay, Leute, wir ziehen jetzt hier einmal schnell das Dach drüber. Und wenn das dann steht, Leute, dann fangen wir an, hier die ganzen besonderen Features einzubauen. So Minen und so müssen wir alle noch machen. Wir machen jetzt hier mal noch schnell das Dach, Leute. Let's go. So, Leute, okay, wir haben es jetzt gleich. Bam, bam, bam. Und bam. So, Leute, unser Dach ist jetzt hier einmal komplett fertig. Mal gucken, was der Wife hier macht. Er baut hier auch gerade so Laser außenrum. Aha, okay. So, dann würde ich sagen, machen wir das nämlich auch mal. Da war ich ja auch gerade stehen geblieben. Leute, was eine Base. Was wird das hier für eine krasse Base? So, ich setze jetzt hier einfach mal an so ein paar random Stellen. Hier diese Laserblöcke. Wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir genug haben, damit das hier hinhaut. Wie viel haben wir noch? Okay, wir haben noch über einen Stack. Das sollte eigentlich sollte das hinhauen, wenn ich mich jetzt hier nicht komplett verrechne. Okay. So, ich werde jetzt hier einmal komplett ringsrum einfach bauen. Dann haben wir nämlich eine komplette Laserabwehrwand. Auch schon mal am Start. Bam, 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 bam. Oh, das hier kommt auch weg. Da müssen die erstmal durchkommen, die Paulberger. Okay, wir haben den Graben und jetzt müssen wir nur noch an die richtigen Stellen immer den Laser hinsetzen. In der Regel habe ich ja immer zwei Blöcke Abstand, weil wenn das eh so größere Monster sind, dann werden die auch mit zwei Blöcke Abstand hier den Laser berühren und Schaden bekommen. Habe ich mir gedacht, weil um jeden Block zu machen, weil Lukas wird safe nicht hin. Guck mal, er hat eine Wand, die komplett kein Laser hat. Er kommt damit safe nicht hin, Leute. Deswegen mache ich hier auf schlau mit zwei Blöcke Abstand. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht komplett kaputt gemacht. Uiuiui, Leute. Uiuiui, okay. Dach ist drauf. So, jetzt haben wir noch 50 weitere von denen. Okay, wir hätten irgendwie noch ein paar mehr verwenden können. Vielleicht mache ich noch eine zweite Laserwand. Machen wir noch eine zweite Laserwand hier, Leute. Oh mein Gott, was? Wir kommen genau hin mit Laserblöcken. Genau alle aufgebraucht. Alter, das ist strong. Das ist sehr, sehr strong, Leute. So, okay. Hier hinten ist ein bisschen dunkel, aber egal. Halb so wild. Wir werden eh später mehr hier oben stehen. Jetzt die Frage. Wir haben noch Minenfelder, wir haben noch Spikes, wir haben Fallen. Also jetzt werden wir hier das ganze krasse Zeug mal verwenden. Okay, mit was sollen wir anfangen? Ich würde sagen, die Minen machen wir ein bisschen weiter weg eher von unserer Base. Weil ich glaube, die Minen, wenn die explodieren, dann ist hier wirklich komplett Ende. Aber wir müssten eigentlich hier zwischendrin die Fallen machen. Oh, ja, wir machen hier zwischendrin die Fallen. Oh mein Gott, Leute. Hier in diesem Zwischenraum, weil dann hängen die vielleicht sogar im Laser drin. Das wird krank, Leute. Das wird krank. A wife? Ja? Wie sieht's aus bei dir? Also 1, 2 Minuten brauche ich noch. Ja, ich brauche noch kurz. Aber läuft Bro, gut. Ich sag dir ehrlich, meine Base ist
überstrong. Ja, meine auch, meine auch. Gleich kommen hier die Riesenmonster und Tiger und Tiere und keine Ahnung, was wir alles haben. Hier komplett hier Spikes außenrum. Alter, ihr merkt schon, das macht ordentlich Schaden und wir haben eine komplette Dia-Rüstung. Okay, dann haben wir noch die Igniter und diese oh mein Gott, und diese Fallenblöcke haben wir ja auch noch. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das hier... Ach du Heiliger, stimmt, wir müssen diese Fans auf jeden Fall benutzen, die die Monster wieder so wegziehen. Weiß aber gar nicht mehr, wohin damit. Boah, ey, wenn die Monster auch nur versuchen, zu meiner Base zu kommen. Wir werden einfach weggepusht, so ein Ding ist das. Also ich denke, wir werden es nicht ganz rumschaffen. Wie viel haben wir noch? Oha, wir haben noch 38. Also wir können auf jeden Fall an die andere Seite auch noch ein bisschen was machen. Ich werde jetzt aber gleich da erstmal noch Hebel dran machen. Also die Monster müssen hier weggepusht werden. Alle Ventilatoren an. Los, 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 los. Gleich geht's los hier. Alle Mann auf Gefechtsstation. Guckt euch das mal an. So Monster kommen hier angerannt. Werden erstmal weggepusht. Wenn sie dann doch schaffen, kriegen sie Laserschaden, Fallen, alles. Alter, das mache ich jetzt hier mal noch komplett einmal ringsrum. Okay, perfekt. Perfekt, Leute. Wir haben jetzt hier noch diese Igniter, die so Feuer machen, aber das Problem ist, wir haben ich habe keine Dinger mehr. Kein Redstone und so mehr, deswegen können wir die eh nicht benutzen. Wir können aber hier noch so Cage Traps rummachen und vor allem hier die ganzen Minen müssen wir noch benutzen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ich werde jetzt hier mal so ringsrum so ein paar von diesen Cage-Traps hier hinsetzen. Ich weiß nicht genau, was die bringen, aber wir setzen es einfach mal noch hin, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Zack, zack. Mann, immer dieses Grünzeug hier dazwischen. Oh, hier schnell einmal durch. 13 Stück haben wir noch übrig. Hier ist einfach die Ventilatorenmeile hier dazwischen. Bam, 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 bam. Komm, noch 9. Noch 7. Okay, so, komm. Haben wir alles. Und jetzt natürlich noch die Minen. Das ist jetzt halt hier so ein Ding. Und das Problem ist, wenn ich die hier zu nah an meine Base hinmache, dann zerstöre ich ja damit selbst meine eigenen Ventilatoren und sowas. Deswegen werde ich die hier so ein bisschen mit Abstand platzieren, weil dann entsteht dadurch im besten Fall eben noch ein schöner Graben außenrum. Hier zwischendrin machen wir am besten keine Minen hin. Nur ein paar Bouncy-Better, keine Ahnung, was das ist. Oh, machen wir hier außenrum noch ein paar schöne Minen, Leute. Ein paar schöne Minen. Da wird ein richtiger Graben entstehen. Lalalala. Lalalala. Ah, ich glaube, das ist soweit. Sind wir eigentlich ganz... Also unsere Bases sehen eigentlich sehr ähnlich aus, aber was soll man da auch groß anders machen? Außer alles verwenden, was man hat, Leute. Und dann würde ich nämlich sagen, wir sind eigentlich soweit, sind wir durch. Wir sind soweit durch. Jetzt noch schnell die Tür hinsetzen. Und wir können ja mal noch eine Kamera bei Wife platzieren, um mal zu gucken, wie wenn seine Base später absolut auseinandergenommen wird. Aber ich weiß sein Passwort nicht. Na gut, lassen wir das erstmal. Was hat er denn da eingestellt? Ich weiß nicht, was das ist. Ein Munitionssystem. Okay, hier sind ja unsere ganzen Waffen. Ah, okay, wir hätten hier noch so ein paar Dinge. Also wir könnten tatsächlich noch diese Igniter aktivieren. Alarmsirene können wir noch anmachen. Finde ich auch gut. Protecto, weiß nicht, was das ist. Also manche Sachen, bin ich ehrlich, weiß ich nicht, was das ist. Aber wir stellen es einfach mal auf. Es sieht irgendwie nach Militär-Equipment aus. Was genau es ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, es explodiert nicht. Und wie man die Sirene hier startet, weiß ich leider auch nicht. Taser. Alter, damit kann man niemanden elektroschocken. Ja, das ist ja voll cool. Also ich würde jetzt einfach mal so weit gehen und sagen, wir sind fertig. Ja, wir könnten hier noch diese Igniter machen, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Meint ihr, wir sollen das mal noch hier... Ja, komm, wir setzen das mal noch hier oben drauf. Dass wenn die wirklich bis zum Laser kommen, dann werden die auch noch abgefackelt, die Mobs, Leute. So ein Ding ist das. Oh, wir könnten auch aus dem Boden raus Laser machen. Leute, zum Glück ist die Base so gar nicht übertrieben. Ich bin in deinem Käfig gelaufen. Ich bin gefangen. Ja, da Bro, bleibst du jetzt auch drin. Kannst du es bitte wegmachen? Ach. Junge, was ist das? Braucht da jemand etwa meine Hilfe? Junge, was? Hä? Hallo? Ah, hängst du in einem Käfig? Oh! Ey! Ah! Was schießt mich hier an, Junge? Was schießt mich hier ab? Ja, perfekt, Digga. Bro, was hast du denn gebaut, Digga? Ich hab gar nichts gebaut. Bro, irgendwelche Geschütztürme schießen mich an aus deiner Base. Ja, ich hab die nur auf Monster eingestellt. Ja, anscheinend nicht. Bro, ich komm hier nicht raus. Perfekt. Und das Ding ist, wenn ich dich da rausholen will, dann werde ich abgeschossen. Ja, guck, irgendwas schießt aus deiner Base die ganze Zeit. Ey, Leute, wir haben jetzt hier gerade mal schnell wieder alles repariert. Die ganzen Geschütze haben mich ja gerade hier angeschossen von Lukas, Alter. Das gibt Rache. Okay, Leute, aber wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Unsere Bases sind soweit wieder repariert. Wir haben Laser, wir haben Fallen, wir haben Minen, wir haben Feuerwehr, Flammenwerfer. Wir haben alles am Start hier, Leute. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal schnell hier in unsere Base rein. Zack, geben wir unseren geheimen Code rein, den Lukas natürlich auch nicht erfahren darf. Gehen hier einmal durch und jetzt schnappen wir
wir uns unsere Waffen, Leute, weil jetzt geht's hier gleich los. Gleich kommen die super OP-Monster. Okay, wir nehmen uns auf jeden Fall hier so eine MAC-10 oder was das hier ist. Genau, eine MAC-10 nehmen wir uns. Eine SCAR oder, oh, Leute, guck mal hier, so ein M60-Gewehr. Uiuiui. Und ein paar Granaten packen wir auf jeden Fall auch noch rein. Ey, ich habe nur noch 10 Granaten, weil ich die anderen verloren habe. Egal, Leute. Müssen wir ein bisschen sparsamer damit umgehen. So, zack, zack. Ja, das reicht eigentlich schon soweit. Dann schnappen wir hier mal noch ein bisschen Munition. Was brauchen wir denn hier für diese MAC-10? Die braucht diese 19 mm. Oh, da haben wir ein Stack davon. Uiuiui. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Okay, also wir haben auf jeden Fall nicht unendlich Munition. Also wir haben so 64 Schuss für beide Waffen und 10 Granaten. Also Leute. Hallo, Max. Wir müssen aufpassen, ja? Was geht? Ja, was geht bei dir? Ja, nicht viel, Mann, nachdem mein Haus gerade in die Luft geflogen ist. Ja, also ich bin ready. Ich finde, okay, warte, sollen wir uns equippen? Also ja, Waffen, ich bin schon holen? Dabei, ich bin schon dabei. Okay, okay. Wie viele Waffen sollen wir holen? Egal, oder? Oh, zack, Munition rein. Nimm, was du in deiner Kiste hast. Okay, wie du meinst. Ich equip mich noch kurz, okay? Ja, ich habe hier auch meine Waffen am Start. So, jetzt gucken wir mal, wie Lukas Space da drüben aussieht. Oh, die sieht auch fett aus, was der da gebaut hat, ne? Das muss ich dem lassen. Er hat hier auch... Oh, aber warte mal. Er hat gar nicht Laser. Ja, sein Laser ist ja kaputt gegangen, Leute. Das heißt, eine Seite bei seiner Base ist gar nicht mit Laserstrahlen gesichert. Wir haben noch den kompletten Laserschutz hier außenrum. Wir werden auf jeden Fall gewinnen, die Challenge, Leute. Aber ich muss dazu sagen, seine Base sieht wirklich auch nicht schlecht aus. Ja? Hat hier auch diese Ventilatoren und so. Wisst ihr was? Wir können hier mal ganz kurz rübergehen. Wir gucken mal, was bei ihm so abgeht. Oh, zack. Oha, oha. Hat er denn hier alles Schönes? Hallo? Ah, was machst du denn hier? Schnappst du dir deine Waffe oder was? Normal, Junge, ich guck mich gerade. Ey, Junge, ich hätte doch niemand. Ey, hab deine Fenster kaputt gemacht. Okay, wie du willst. Ey, lass meine Base in Ruhe. Lukas, ich schieß dich ab. Lass meine Base in Ruhe. Du hast doch angefangen. Ja, dann komm, mach ready. Ich bin bereit jetzt hier. Ey! Geh weg, geh jetzt weg. Jetzt reicht's mir hier. Ich schieß dich ab, wenn ich dich sehe. Ich werf gleich Hallo. Ey, wenn du eine Granate wirfst, Bro, ich raste aus. Ich hab gerade alles. Junge, Max, ich hab doch gerade erst alles neu gebaut. Okay, ich geh weg. Oh, okay. So ein 31er, ne? So, zack. Okay, aber bist du ready? Können die Zombies kommen? Ja, ich bin soweit ready. Von mir aus kann's losgehen. Boah, Leute, guckt euch mal an, wie krass wir hier aussehen auf unserer Base hier. Haha. Okay, Lukas, bist du ready für die erste Wave? Ich bin ready, Junge. Ja, komm, dann können die Monster kommen. Hä? Da hinten ist ein Grizzlybär und ein Krokodil bei mir. Geht schon los? Und ein Tiger. Mensch, was? Bro, es fliegt an die Luft. Die haben deine ganzen Minen ausgelöst. Oh oh. Hast du deine Waffen alle schon? Ja, ich bin soweit ready. Alter, okay, die greifen an. Die Gorillas kommen hier langsam zu mir. Oh oh, oh oh. Oh mein Gott, die lösen auch meine Minen aus. Aber bis jetzt noch halb so wild. Bro! Oh mein Gott. Das ganze Feld ist weg. Alter, ey, die Tiger, die gehen durch mein... Oh mein Gott, Gorilla. Alter, die drehen... Oh mein Gott, der macht voll Schaden. Ah! Oh! Alter, Leute, was war das denn? Das war ja komplett krank. Ey, bei mir da hinten sind noch ein paar. Ich schieß die mal kurz weg. Soll ich dir helfen? Meine sind schon alle tot. Bro. Ja, wenn du willst, kannst du ein bisschen mit drauf schießen. Oh, okay, okay, die Krokodile greifen an. Die kommen her. Easy. Oh, ich muss nachladen. Alter, ey, Lukas, die erste Wave haben wir, glaube ich, beide gut überstanden. Easy, Junge. Wie sieht's, wie läuft's, wie geht's deiner Base da? Bei mir ist alles gut. Bei mir ist nichts reingekommen. Wir sind auch alles Irgendwas explodiert wieder. Warte mal, komm. Ey, Minen von hinten. Die greifen von hinten an. Alter, das sind 1000 Flieger. Da kommen Heuschrecken oder so. Gott, von was kriege ich hier Schaden die ganze Zeit? Was wirft mich hier runter? Warte mal, ich muss schnell mal wieder in meine Base rein, nicht, dass ich hier angegriffen werde. Okay. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier, Leute? Ey, bei mir explodiert Alter, wie viele? Uah! Irgendwelche Wespen greifen an. Die fliegen. Rieseninsekten. Ich werde snipen. Weg. Oh mein Gott. Okay, nice, Bro. nice. Die verbrennen hier im Feuer. Okay, Tourette, schieß. Ja, sehr gut. Weg ich mit dem. Ich bin in deiner Base gespawnt. Wie, du bist bei mir gespawnt? Ich bin in deiner Base gespawnt. Ist hier dein Bett oder was? Keine Ahnung. Ich gehe wieder rüber. Pass auf dir. Ich hab deinen PIN-Code nicht. Egal, ich spring raus. Okay, halte durch. Achtung, da Rieseninsekt. Oh, ich hab's auf deiner Base, auf Lukas. Warum helfe ich Lukas überhaupt? Bro, weil du ein Ehrenmann bist. Ey, mach doch. Nee, ich helfe dir nicht. Alter, diesmal haben die von hinten angegriffen und da sind hier so Flugdinger. Alter. Und so Würmer, da sind so Würmer auf dem Boden. Okay, die sind aber relativ schwach, Leute. Ey, sind bei mir noch welche oben drauf? Siehst du das? Nee, ich glaube nicht. Doch, irgendwas bewegt sich da oben drauf noch. Ich glaube, eine Riesenspinne oder... Nein, das sind 1000 Füßler. Wow! Bei dir ist ein 1000 Füßler oben drauf. Ich hab ihn. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das ist krass. Er hat was getroppt. Warte mal, bei mir ist auch noch ein bisschen was. Bei mir fliegt hier auch noch ein bisschen was rum. Oh, wie stark sind denn die Monster? Oh nein, schon wieder so eine... Oh, die ist auf mir! Bro,
Bro, sie ist auf mir. Diese Riesenameisen, ey. Lasst meine Base in Ruhe. Ey, da ist so eine Heuschrecke, die klebt an einem dran. Oha. Hast du die auch schon? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben schon. Die nächste Welle haben wir auch überstanden. Ja, ich glaube auch. Da sind nur noch so ein paar Würmer auf dem Boden, aber... Mann, Mann. Das kann ein bisschen Feuer löschen bei mir. Hä, warte mal, ich... Alter, 1000 Füßler bei mir! Der ist ja, auf mir, ja. Wie kommt der denn hier hin? Junge, Max, was ist das für ein Mobs, Junge? Das sind ganz schon kranke. Wieder so eine Heuschrecke. Ich schieß den aus der Luft jetzt. Sniper-Shot aus der Luft. So, weg mit dir. Ey, da fliegt hinter dir noch eine. Genau hinter dir ist eine. Genau hinter dir ist schon. Oh, der ist verbrannt. Okay, alles gut. Die eine war noch in der Luft. Okay, ich glaube, hier ist alles. Die Luft ist rein. Ja, ja. Ist alles weg. Boah, ey, ich habe irgendwie Angst vor den nächsten Sachen, sage ich dir ehrlich, Bro. Okay, dann, ich würde sagen, aber unsere Base ist noch, also geht's noch safe. Gut. Bis jetzt, die Minen wurden ausgelöst, aber läuft noch. Okay, dann würde ich sagen, wir können weitermachen mit der nächsten Runde. Ich habe Angst vor dem, was als nächstes kommt. Ey, lad alle deine Waffen nach, ne? Ja, ja, safe, safe. Lad alles nach. Alter, du gibst mir ja so richtig Tipps. Ey, wann bist denn du so ein Ehrenmann? Jetzt hier zusammenhalten. Okay, irgendwie habe ich keine M16-Munition mehr. Ich habe ziemlich viel Munition, aber ja, die M16-Munition habe ich, glaube ich, nur ein Magazin gehabt. Wir müssen aufpassen. 380er Winchester. Oh Gott, Leute, wir müssen echt eigentlich ein bisschen sparsam mit der Munition hier auch umgehen oder andere Waffen uns schnappen. So, let's go, Leute, nächste Runde. Oh. Ich höre was, ich höre was. Jo, es explodiert alles. Hör, was ist das? Was in der Luft? Das sind Riesendinger. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein fliegender Warden. Bro. Bro, oh mein Gott. Bin gleich tot. Ey, die schleudern einen runter, pass auf. Ich bin gleich tot. Ich schieß mit auf deine. Oh mein Gott, das? Leute, was ist das? Was sind das für Riesendinger auf einmal? Die kommen voll schnell angeflogen. Oh mein Gott. Einen habe ich erledigt. Ja, ich Achtung, hab auch einen. Da kommen noch so kleine Wespen. Ey, was da hinten sind noch mehr von denen. Hab ihn, die setzen sich auf mich. Ja, die übernehmen bei mir. Ey, Junge, es explodiert alles bei mir, Bro. Bro! Weg. Guck mal, jetzt bei dir auch so ein riesiger Tausendfüßler. Ja, ich sehe ihn da hinten bei dir. Was? Bro, guck mal, hinter links, dir, da hinten links. Bei dir, komm zu mir. Wo? Ich schieß ihn ab bei dir. Helf mir, ja, danke. Ey, guck bei dir hinten raus. Guck, wo ich hinguck. Ja. Das ist ein riesiger Tausendfüßler. Ein riesiger Tausendfüßler. Alter, was ist das für ein Vieh? Okay, das ist Zeit für eine Granate. Granate! Alter, was geht hier gerade ab? Okay, aber ich glaube, wir haben den Großteil wieder erledigt, oder? Ich glaube, wir haben... Ey, das war krank. Okay, ja, der Wurm ist auch weg. Boah, Bro, was war das? Guck mal, bei dir ist irgendwie noch so ein... Keine Ahnung. Oh. Okay. Keine Ahnung, was das war. Bro, krank. Drop Beer Claw. Okay, das war irgendein Bär. Ey, ich höre aber noch Geräusche hier bei mir. Irgendwas ist hier noch. Ist bei dir noch was? Ja, ich muss kurz gucken. Da unten, irgendein Riesenfrosch bei dir. Ja, ich gebe dir mal einen Sniper. Warte. Ja, ist weg. Und ein großer Wurm ist auch noch da. Hab ihn. Boah, Junge, das hat sich angehört wie die Hölle. So. Ich guck gerade einmal rum, ob wir alles erledigt haben. Bro, Leute, das ist ja ganz krank, was hier abgeht. Ey, ja, diese Flugdinger, weil die so schnell angeflogen gekommen sind. Komm, was die auch getroppt haben. Ey, da kommt noch was, da ist noch was. Was ist das? Guck mal ganz vorne. Hä, es ist klein geworden. Warte mal, ich schieße mal einen Bogen ab. Ach, das kommt zu dir, das kommt zu dir geflogen. Bro, was ist das denn? Hab's down. Okay, sehr gut. Ey, das hat irgendwas getroppt, irgendwas Lilanes. Ich muss hier echt mal ein bisschen meine Munition abchecken. Okay, ich glaube, wir haben die nächste Welle überlebt. Bis es hier weitergeht, muss ich einmal ganz kurz meine Munition noch einmal checken. Wie sieht deine Base aus? Alles okay? Also an sich, meiner Base geht's echt noch gut. Bei dir auch, ne? Oder? Ja, aber Cobblestone ist sehr viel schon weg. Ich glaube, bei mir, also ich sehe meinen jetzt nicht so von außen, ich gucke nur von oben. Geht's aber eigentlich. Boah, ich habe gar nicht mehr so arg viel Munition für manche Waffen. Ich habe auch so wenig Muni, ne? Okay, ich bin ready für die nächste Runde. Okay, Lukas. Hä? Hero Prime? Hä? Ah! Wo? Was? Warte mal, seht ihr das gerade? Ist das hier so der Endgegner? Hero Prime? Oh, ich sehe bei mir einen. Er guckt mich mit weißen Augen an. Bei mir. Da vorne. Das ist auch ein? Bei dir auch einer. Wo denn? Das Minenfeld ist. Oh Bro, mein Gott, ich hab Angst. Sollen wir die einfach abknallen? Ich hab Angst. Okay, warte, gib Headshot. Oben, über den Berg. Oh mein Gott, wie viele sind das? Ich gebe ihm Headshot. Okay, hab ihm Headshot gegeben. Alter, wie wenig Schaden das nur macht. Nochmal. Das sind die Anführer, die Hero Primes. Die Hero Primes steuern bestimmt noch die anderen. Mann, ich werf da eine Granate hin. Ey, du musst ihn töten, bevor er zu dir kommt. Ja. Bro, Hero Prime ist so stark. Granaten? Oh mein Gott, ich treffe ihn nicht. Bro, er spawnt noch andere Zombies und lässt Sachen explodieren. Oh mein Gott, der ist strong. Oh mein Gott, die sind super strong. Bro. Pass auf, da kommt die Heuschreckenplage da hinten. Ja, okay. Mein Hero Prime hat nur noch halbes Leben. Ah, die regenerieren ich auch immer so. Ich sehe mal nicht mehr. Die regenerieren?
Bro, ich sehe meinen Hero Brand nicht. Digga, der weicht aus, der weicht aus. Ich hab meinen fast down. Da kommen Mini-Hero-Brines. Was? Was ist das, Leute? Junge, wie bin ich gerade gestorben? Bist du, wie? An was bist du gestorben, Bro? Da kam irgendeine Heuschrecke und ist in die Luft geflogen. Ich hab meinen fast down. Ey, du musst mir helfen, meinen auch down zu bekommen. Meiner ist down, hab meinen down. Nice. Ey, meiner ist halt genau auf der Seite, die du nicht sehen kannst. Oh, warte, ich seh ihn da vorne. Ich werf Granaten auf ihn. Ja, mach mal. Okay, Granaten-Spam. Nice. Pass auf, er ist genau vor deiner Base. Er ist irgendwo straight vor deiner Base. Okay, ich geh ein Stück runter. Ich guck mal wegen den Heuschrecken, die da hinten sind. Die werden uns bestimmt auch gleich angreifen. Was sind das da für Mini-Hero-Brines? Bro, er hat Rüstung an auf einmal. Oh mein Gott. Soll ich zu dir rüberkommen? Er ist genau unter mir, warte. Oh ey, ich brauch Hilfe. Oh mein Gott, ja, ich komm, Lukas. Oh, Tacke! Granaten! Er ist gleich down. Ich komm zu dir runter. Jetzt! Shotgun. Da! Oh nein. Bro, er holt mich! Hab ihn! Oh mein Gott, du Macher! Oh mein Gott, Leute, was war das? Ich hab ihn mit Shotgun. Ich hab Hero Brand Leggings und so bekommen. Alter, Bro, drop mal. Digga, der gibt dir richtiges OP-Sachen. Ja, behalt die Hose als Dankeschön. Yo, Kuss, danke dir. Ey, wir müssen wieder rein. Ey, Digga, wenn das so weitergeht. Ich höre wieder Heuschrecken oder so. Bei mir ist auch noch Hero Brand Zeug reingetroppt. Lag hier unten bei mir. Ja, ich glaube, jeder hat getroppt, ne? Alter, krass. Bro. Oh mein Gott! Bro, der Helm. Ich hab einen Hero Brand Helm bekommen. Aha. Digga, Protection. Digga, da ist so viel Zeug drauf. Der ist OP. Problem ist nur, die Rüstung wird natürlich auch immer weniger. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, jetzt nach Herobrine, das muss hier wirklich die letzte Welle sein. Das ist die Ruhe vorm Sturm. Tor? Oh mein Gott. Was ist das denn? Was ist das? Heuwurm. Bro, der ist größer als mein Leben. Oh mein Gott, wir werden angegriffen. Oh mein Gott, ja, vorbei. Oh mein Gott, das war's. Ey, dieser Wurm. Ich gehe in meine Base rein. Au. Digga, Lukas, wie krass sieht bitte dieser Wurm aus? Viel Spaß hier da draußen, ich bin in meiner Base. Ich geh auch in die Base. Ey, wie viele sind denn davon da? Oh mein, ja, GG, ich sterbe. Unsere Base. Bro! Unsere Dinger. Ah, Geschütze, ey, der Wurm greift mich an, er ist in meiner Base. Ich wow! Einer ist weg. Wir schaffen das, Leute. Aber Real Talk. Au. Ja, Thor greift mich an, Blitze. Junge. Oh, hier ist Thor neben mir, Hilfe. Bro, Thor hat mich hops genommen. Was geht jetzt ab? Wo ist Thor? Thor, wo bist du? Hier in der Mitte irgendwo. Ein Wurm ist das weg. Das ist ein Riesenzombie. Ein Wurm habe ich weg. Ich muss alles nachladen. Au. Ey, Thor nimmt mich hier komplett hops. Aua. Ey, Max, ich habe verloren. Ich hau ab, Bro. Au, Junge, ja, Riesenzombie. Au. Warte, Creeper King. Wo ist der Creeper King? Ba. Oh mein Gott. Digga, was ist das? Au! Bro. Ey, Thor macht einen One-Shot. Ich sehe den nicht mal. Junge, ich flieg die ganze Zeit in die Luft. Er macht einen One-Shot die ganze Zeit. Ey. Bro. Leute, was ist das? Nee. Junge, nee. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. Das war's komplett. Irgendwas habe ich hier gerade noch erledigt, aber das ist zu viel. Ich werd jetzt Granate. Granate! Ah! Okay. Ey, Leute, schaut euch das mal an, was hier abgeht. Irgendwie Thor greift mich an, irgendwelche Riesenwürmer und. Ich glaube... Bist du im Game-Mode? Ich bin im Game-Mode. Ich glaube, unsere Bases sind komplett lost. So sieht das ganz von oben aus. Leute, was ist das denn? Was ist das denn da hinten? Hä? Ist das Lava, Leute? Ey, nein. Nein, Leute, das ist ein Lava-Tsunami und der bewegt sich direkt auf uns zu. Oh, Leute, wir müssen schnell zu Wife. Wir müssen ganz schnell zu Wife, Leute. Ich muss ihn warnen. Oh, der wohnt ja hier direkt in sein Haus. Wird sogar noch davor betroffen sein. Lukas! Ey, der ist gar nicht hier am Zocken, Leute. Wo ist der denn? Lukas, hallo, wo bist du? Wife! Ich störe dich gerade? Ja, ich bin auf Klo. Tut mir leid, aber ich muss dich, ist was Wichtiges. Ich störe dich nicht nur einfach nur so. Und zwar ein riesiger Lava-Tsunami bewegt sich auf uns zu. Junge, hast du wieder zu viel gezockt? Nein, komm, oder ich zeig's dir. Hä? Ey, wie Mann, Lava-Tsunami? Mann, Leute. Wir sind mitten in einem Wald. Warum ja, soll guck irgendwas... doch mal nach da drüben. Was soll denn hier? Oh. Ja, ey, ganz ehrlich, Lukas, ich hab keine Zeit. Ich muss meine Sachen retten. Ja, ich hoffe, du schaffst aber, das auch. Der kommt direkt auf uns zu. Du musst dich retten. Oh mein Gott. Oh, Leute, ihr habt's mitbekommen. Jetzt hier ein Lava-Tsunami kommt auf uns zu. Wir müssen uns irgendwie retten. Wir werden uns jetzt einen Anti-Lava-Bunker bauen. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. Oh mein Gott, Leute, ein riesiger Lava-Tsunami kommt. Wir haben hier zum Glück unser Notfall-Kit, Leute. Okay, wir können hier auf jeden Fall mit einigen Sachen was Cooles bauen. Ich finde, so einen richtigen Anti-Lava-Tsunami-Bunker sollte man auf jeden Fall unter der Erde errichten. Ich glaube, da sind wir uns einig, Leute. Und deswegen werde ich hier in meinem Haus, hier mitten im Wohnzimmer, werde
werden wir jetzt hier den Boden rausreißen, Leute. Wie als wären wir hier bei John Wick, Leute. Und dann uns hier mal schön nach unten buddeln. Aber warte mal, das ist ein bisschen doof hier, Leute. Das ist gar nicht so schlau, was ich gemacht habe. Das ist überhaupt nicht so schlau, was ich gemacht habe. Erstmal brauche ich noch eine Fackel in die Hand, Leute. So, wir nehmen eine Fackel in die Hand, damit wir was sehen. Und wir brauchen natürlich auch noch direkt Leitern. So, hier sind Leitern. Okay, das ist gut. So, dann können wir nämlich hier, zack, das bauen wir mal weg. Dann setzen wir nämlich erstmal hier diesen fetten Deckel hier drauf, Leute. Okay, Leute, wir haben jetzt hier mal diesen Deckel hier gesetzt. Nicht ganz so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, aber egal, Leute. Dann ist das halt hier einfach unterm Boden. Oh, guck mal, wie man das hier aufdrehen kann. Okay, Leute, das wird ein richtig krasser Bunker werden. Das wird auf jeden Fall ein richtig krasser Bunker. Oder wir setzen ihn generell erst weiter unten. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Aber eigentlich dürfen wir auch hier jetzt nicht so übelst viel Zeit verlieren, sage ich euch ehrlich. Nee, komm, wisst ihr was? Wir setzen dieses Ding erst weiter unten hin. Wir gucken mal, haben wir hier so eine andere coole Tür, die die Lava abhält. Oh, was ist das hier? Reinforced Door? Sliding Trapdoor? Was ist das denn hier, Mann? Wir haben hier richtig coole Sachen. Oh mein Gott. Okay, das ist krass. Das ist krass, Freunde. Ey, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Okay, wir haben jetzt hier so eine Trapdoor. Oh, das geht auf. Das sieht auf jeden Fall ja schon mal richtig cool aus. So, dann machen wir hier so einen Weg, der runterführt. Hier mit den Leitern. Okay, jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal ordentlich weit nach unten, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Zack, zack, zack. Okay, so können wir hier besser die Leitern hinsetzen. So, zack, zack, zack. Jetzt ist hier der Weg, der nach oben führt in unseren Anti-Lava-Tsunami-Bunker. Wir gucken mal, was wir direkt noch mit runternehmen können. Oh, Seelaternen für Beleuchtung ist natürlich schon mal gut. Wassereimer. Mit Wasser können wir auf jeden Fall auch viel von der Lava wegdodgen. Oh mein Gott, man kann hier so richtig krasse Türen hier machen. Okay, das sieht ja alles schon mal richtig gut aus. Hier so Sicherheitstüren. Kameras. Kameras auch sehr wichtig für später, damit wir sehen, was hier oben abgeht. Oh mein Gott, panzersicheres Glas, Alarm. Boah, okay, richtig nice. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir können ja erstmal, oh mein Gott, warte mal, warum ist da Feuer? Kommt die Lava jetzt hier schon näher oder was? Wir machen erstmal hier so eine kleine Kamera hin, damit wir natürlich auch später das Haus von oben sehen. Das ist jetzt hier die Kamera 1. Ja, perfekt, das funktioniert. Also wir sehen auf der Kamera 1, wenn unser Haus abbrennt hier wegen der Lava. Das ist schon mal gut. So, dann gehen wir hier mal jetzt mal ordentlich weiter runter. Seelaternen nehmen wir auch mit. So, sollen wir hier innen drin noch was lassen? Im Haus? Ja, komm, im Haus machen wir auch noch eine Kamera rein. Kamera Nummer 2. Sehr gut, Leute, sehr gut. So. Die Klappe machen wir hier zu. Okay, und jetzt mal gehen wir, ich würde sagen, wir gehen sogar so weit runter wie möglich, damit wir gucken mal, gehen so weit runter wie möglich, Leute. Okay, so, hier die Beleuchtung, auf jeden Fall schon mal in unseren Keller runter. Ja, auf welcher Höhe sind wir? Wir sind auf der Höhe 5 und, oh, wir gehen richtig, richtig weit runter. Und hier wird dann, ey, Leute, das wird krass. Vertraut mir, ich habe schon eine richtig gute Idee. Oh, warte mal, reichen überhaupt die Leitern? Wie viele Leitern haben wir denn überhaupt? Also ich mache das schon hier so maximal, wie es geht. Wir können ja nur mit den Sachen arbeiten, die wir hier haben, Leute. Ja, okay, easy. Freunde, easy. Wir haben immer noch 9 übrig. Sehr gut, dann machen wir auch hier natürlich noch so ein paar Seelaternen rein, damit es hier nicht zu dunkel ist. Hier geht's in unseren super Sicherheitsbunker. Okay, wir haben noch 9 Leiter. Also wir könnten sogar noch 9 Blöcke nach unten, um hier wirklich die komplett maximale Tiefe auszuschöpfen. Ja, wobei, Höhe 10, ich glaube, das passt so. Okay, jetzt, und zwar habe ich mir jetzt was Krasses überlegt, Leute. Hier, wo jetzt unser, oh, hier ist ja auch schon Lava. Hier ist Höhlenlava, Leute, das ist ja gar nicht gut. Als ob wir nicht schon genug Lava um uns rum hätten. Und zwar, Leute, hier in diesem Raum werde ich jetzt erst die Türe machen, die dann in unseren High-Security-Bunker reinführt. Weil, Leute, das wird nämlich gleich unter Wasser gesetzt sein. Das wird richtig krass, was wir jetzt hier machen. Ihr werdet gleich sehen. So, Freunde, okay, wir haben jetzt hier mal diese Bodenklappe hingesetzt, weil man geht erst hier runter. Und jetzt passt mal auf, jetzt habe ich nämlich hier eine richtige Five-Head-Idee, Leute. Wir machen jetzt hier nämlich erstmal noch eine unendliche Wasserquelle. So, unendliche Wasserquelle machen. Trick 17, man kennt ihn doch. Jetzt machen wir nämlich erstmal hier komplett Wasser. Das heißt, wenn es hier später Lava und sowas reinläuft, am Ende des Tages, wenn hier alles kaputt ist, dann ist hier erstmal Wasser, was das Ganze noch abblockt. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild werden. Zack, da kommt erstmal noch schön Wasser überall hin. Ich glaube, ja, ist überall Wasser. Sehr gut. Dann ist hier so eine unnötige Höhle. Die machen wir erstmal zu. Zack, 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 zack. So. Und damit wir natürlich hier auch noch später was sehen, damit es hier nicht so dunkel ist, machen wir auch hier schon mal ein bisschen Beleuchtung nochmal hin. So, Seelaternen, Leute. Abfahrt. Boah, dann geht man nämlich erst hier runter. Dann ist erstmal Wasser, was das Ganze wieder ein bisschen ablöschen wird. So. Bam. Und dann geht es nämlich erst hier in den richtigen Security-Bunker rein. Mal gucken, wo hier der Bedrock anfängt. Okay, hier kommt Bedrock. Okay, hier geht es jetzt nicht mehr weiter runter. Aber egal, ist ja trotzdem schon mal gut. Oh mein Gott, nice. Oh mein Gott, ist das nice, Leute. Haha, dann machen wir nämlich hier auch nochmal die Klappe zu. Ey, Leute, das ist hier der krasseste Bunker. Checkt ihr das eigentlich? Das ist hier der krasseste Bunker. So, okay. Wir sind hier wirklich ganz, ganz, ganz weit unten. Also hier kann uns gefühlt nichts passieren. Bis hier irgendwie mal was ankommt, Freunde. Füllen wir das nämlich hier erstmal noch alles schön ein bisschen aus. Setzen natürlich hier auch noch gleich. So, nehmen wir mal hier den Leuchtplug in die Hand. Oh, oh,
Okay, müssen wir aufpassen. Hier ist nämlich auch schon ein bisschen Bedrock. Eigentlich müssten wir komplett eine Wasserschicht über unserem Bunker machen. Bin ich gerade am überlegen. Okay, machen wir. Wir können ja erstmal hier ein bisschen Beleuchtung nochmal. Wobei, eigentlich wäre es schlauer, die Beleuchtung im Boden zu setzen. Weil vielleicht wird das ja oben irgendwann mal weggesprengt. Ja, wir setzen das in den Boden rein, die Beleuchtung. Ist sicherer, Leute. Ist sicherer. So, hier machen wir alles zu. Jetzt natürlich hier die Frage, Freunde. Wir setzen... Ich würde nämlich mal erstmal auch noch eine Kamera auf jeden Fall hier oben in den Raum reinsetzen. Damit wir alles immer überwachen können. So, hier kommt auch noch eine Kamera rein. Zack. Dann wissen wir auch, was hier abgeht, Leute. Was haben wir denn hier noch alles? Road Barriers, Sliding Doors. Hier haben wir noch so Barrieren. Boah. Alter, dann setzen wir hier so eine Tür hin. Hahaha. Hä, wie nice ist das denn? Wie nice ist das denn? Boah, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Wir können auch hier nochmal ein bisschen Wasser hinsetzen. Falls wir brennen sollten und hier runterkommen, dann wird man hier erstmal mit Wasser abgelöscht. Ihr merkt, ich habe mir hier richtig Gedanken gemacht. Ich habe mir hier richtig Gedanken gemacht, Leute. So, oh, so Barrieren. Finde ich auch cool. So, da muss man sich erstmal so ein bisschen dann durchjumpen, um da rüber zu kommen. So, zack, zack. Bauen wir hier einmal komplett alles zu. Sollen wir hier sogar noch mehr von den Türen hin machen? Wäre eigentlich auch lustig. Boah, das ist jetzt hier nur der Vorraum. Oh mein Gott, das ist hier der Vorraum. Dann geht man nochmal weiter. Hier kann man ja sogar so machen, dass man hier entlang schwimmen muss, um hier komplett vor dem Wasser geschützt zu sein. Also ich sag euch, Leute, da muss sehr viel passieren. Da muss hier wirklich sehr, sehr viel passieren. Machen wir nochmal eine zweite Sicherheitstür. Dann macht man, dass man hier erstmal mit Wasser noch abgelöscht wird. Oh nein, ich bin doof. Ich habe keine unendliche Wasserquelle. Ich brauche noch einen Eimer. Ach, weil ich da draußen ja was hingesetzt habe. Ich Omi. So, unendliche Wasserquelle, Leute. Weil hier macht keinen Sinn. Hier ist eher besser, dass man hier so einmal abgelöscht wird. Boah. Lol, Leute. Haha. Das ist doch nice. So, dann hier zweite Sicherheitstüre. Dann kann man ja wirklich schon so überlegen, ob man das echt macht, so mit überall Wasser. Und hier würde ich dann halt jetzt wirklich sagen, was haben wir noch? Wir haben ja hier noch Panzerglas und was ist das hier? Large Iron Double Doors. Was ist das denn? Das könnte auch sehr krass sein. Oder das als erste Tür. Das als erste Tür hier draußen wäre auch cool. Setzen wir erstmal so eine Tür hin. So richtig so eine massive Eisentür. Und dann kommt hier erst so dieses Technikmäßige. Ja, Mann, so machen wir das. Oh, und jetzt hier diese Vault-Tür. Die kommt jetzt hier. Das wird krank, Freunde. Das wird krank. Bin ich gerade am Überlegen, wie man die hier setzen kann. Something in the way. Wir können ja mal kurz auch auf unsere Kameras schauen, ob die Lava schon näher gekommen ist. Okay, unser Haus hier scheint noch zu stehen, Leute. Das ist ja schon mal gut. Boah, okay, okay, wir haben's, wir haben's. Die kann sich auch nicht bewegen, wenn hier irgendwas im Weg ist, oder was? Junge, was ist das denn für eine fette Eisentür? Ah! Oh mein Gott. Ey, krank, krank, wie die aufgeht. So, weil dann würde ich nämlich sagen, Leute, setzen wir auch einfach nochmal hier was hin und eine Security-Kamera. Damit wir nämlich auch sehen, was hier davor abgeht. So. Jetzt machen wir hier mal wieder auf. Zack. Und das wird jetzt hier unser Schutzbunker werden. Und hier habe ich mir natürlich auch schon wieder was Krasses überlegt, Leute. Ihr kennt mich ja. Der Raum darf auch gar nicht so groß werden, weil... Das muss hier der ultimative Schutz sein. So, erstmal ein bisschen Licht machen hier wieder. Ich möchte hier nämlich eine komplette Wasserdecke reinziehen. Das heißt, wenn dann TNT auf mich runterregnet, wird Wasser das Ganze ja so ein bisschen abhalten. Also ich werde hier mir einen kompletten Wasserkäfig quasi bauen. Also da kann Lava, TNT, alles kommen, Leute. Juckt mich nicht. Ihr werdet gleich sehen, wie ich das mache. So. Thank you.
Oh nein, warte, ich bin doof. Ich will das hier gerade mit Stein bauen, aber wofür haben wir denn Panzerglas, Leute? Dann sieht man das ja auch wenigstens. Dass da Wasser ist. Das wird ja dann noch viel krasser aussehen. Panzerglas mit Wasser obendrauf. Leute, das wird der krasseste Bunker aller Zeiten, ich sag's euch. Wenn es irgendwann einen Lavaregen geben sollte, ihr dürft alle in meinen Bunker rein. Alle meine Abonnenten dürfen in meinen Bunker rein, Leute. Oh, das kann man gar nicht mehr kaputt machen. Oh, man kann das gar nicht mehr abbauen, das Glas. War jetzt ein bisschen doof hier. Egal, warte, wir bauen uns außen rum. So, und jetzt brauchen wir am besten hier oben mal kurz eine unendliche Wasserquelle. Dann kann ich nämlich hier alles schön vollsetzen. Alter, Panzerglas mit einer Wasserdecke. So, dann können wir jetzt nämlich hier einfach zubauen. Und dann sind wir wirklich in so einem kompletten Wasserkäfig drin. Oh nein, nein, ich habe mich verbaut. Nein, geht das überhaupt? Kriegt man das überhaupt kaputt, Leute? Keine Ahnung, das ist zu krass. Mann, ey, das triggert mich jetzt. Das triggert mich doch jetzt hier schon wieder, Leute. Aber wir müssen aufpassen, wir haben gar nicht mehr so viel von dem Panzerglas. Oh oh. Das war ein bisschen dumm, Leute. Ich kann mich hier gar nicht komplett einbauen damit. Aber egal, links und rechts können wir sehen. So, dann machen wir einfach hier hinten jetzt wieder zu mit Cobblestone, Leute. So. Also ich würde sagen... Leute, wir sind fertig. Also wenn hier Lava reinkommt, Leute, dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, Leute, der Alarm ist hier sogar schon an, Leute, der Lava-Tsunami-Alarm. Alter, seht ihr das hier überall? Der Tsunami kommt, mein Haus ist hier schon halb am Abbrennen. Oh mein Gott, Leute, ich hoffe, Lukas ist schon soweit. Ich hoffe, er ist bereit mit seinem Bunker. Oh, wir gucken mal schnell bei ihm, ob bei ihm alles gut ist. Ah, Lukas, oh mein Gott, okay, er hat ja auch relativ viel mit Wasser gemacht, sehe ich schon. Hallo, Lukas, wo bist du? Bist du in Sicherheit? Hallo? Lukas, wo bist du? Was machst du hier, Junge? Bro, hast du mal geschaut, was hier draußen abgeht? Ja, ich sehe es, ich habe Überwachungskameras. Alter. Lukas, ich wollte mich nochmal von, ich wollte mich nochmal von dir verabschieden. Alles gut, verabschieden? Ich gehe jetzt in meinen Bunker. Oh mein Gott, es ist um uns rum. Wir sehen uns morgen, wenn das Ganze vorbei ist. Ey, ich komm vorbei, okay, viel Glück. Danke dir auch, viel Glück, tschüss. Gott. Oh, Leute, nein. Ey, die Lava kommt hier über mein Haus schon. Jetzt aber ganz schnell, Leute. So, schnell hier rein. Klappe zumachen. Okay, wir gehen runter. Ey, Leute, ich glaube, wir haben wirklich was Krasses gebaut. Wir gehen hier einmal komplett runter. Also die Lava muss sich erstmal hier überall durchkämpfen. Also das geht ja hier wirklich geisteskrank weit runter. Wir haben überall Wasser. Dann nochmal unsere Sicherheitstüren. Allein hier, Leute. Allein hier. Nochmal Wasser zum Abblocken. So, zack, dann einmal hier rein. Zack, Leute, jetzt hier keine Zeit verlieren, alles zumachen, hier drüber, hier Tore, alle Tore zu, hier nochmal ablöschen, das Tor auch nochmal auf, ey Leute, wir haben es echt übertrieben und wir sind in unserem Sicherheitsraum drin, wir sind im Safety Room, wir checken mal die Kameras, nein Leute, schaut euch das mal an, was draußen abgeht, oh mein Gott, unser Haus ist RIP, das Haus ist RIP, Leute, schauen wir mal Kamera Nummer 2, ey, die Lava ist in unserem Haus drin, mein Gaming-PC wurde überrannt. Warte mal, ich höre da Explosionen. Leute, warum höre ich da Explosionen da draußen? Warte mal. Oh mein Gott. Nein, da explodieren sogar Sachen, Leute. Mein Haus wird komplett weggesprengt.
Wir gucken mal, ist die zweite Kamera noch aktiv innen drin? Okay, die ist noch aktiv. Die hat sogar noch gar nicht zerstört hier von der Lava und so. Das ist schon mal gut. Aber Leute, man kann jetzt schon mal sehen. Also ich glaube, von unserem Haus ist jetzt schon nicht mehr viel übrig. Okay, hier in dem Safety Room. Also da muss noch sehr viel passieren, dass wir überhaupt hier vorne in dem Raum landen. Also alles gut, Leute. Gucken wir nochmal außen. Ja, gut, Leute. Also ich sag's mal so, unser Haus ist leider kaputt, aber wir sind sicher in unserem Raum. Okay, Leute, also ich fühle mich hier eigentlich ziemlich sicher in unserem Bunker. Wir schauen nochmal hier die Überwachungskameras. Man kann die sogar bewegen, Leute. Oh, da drüben irgendwo muss Wives Haus sein. Ich hoffe, dem geht's gut. Wir sind hier mittlerweile der komplette Lava-Tsunami. Wir wurden aus der Kamera rausgeschmissen. Kamera 1 verloren. Kamera 2 ist sogar noch da. Kamera 2 ist sogar noch da. Die hat es noch gar nicht zerschossen. Da ist jetzt sogar auch noch ein TNT-Regen eingekehrt. Ich würde voll gern sehen, was draußen abgeht. Ich sehe aber leider nicht, was draußen abgeht. Wir haben nur noch hier diese Ansicht. Aber das heißt eigentlich, von meinem Haus steht noch relativ viel. Kamera 1 ist lost. Kamera 2. Kamera 2 ist immer noch da. Hahaha, ist das schon alles, was ihr habt hier? Lava-Tsunami und TNT-Tsunami. Ha, easy, Leute. Oh, ich höre da Explosionen. Wir hören Explosionen, aber ey, Leute, also, um durch das Panzerglas, das Wasser hier runterzukommen, da muss richtig, richtig viel passieren. Hahaha, ich fühle mich jetzt ziemlich sicher in unserem Bunker. Oh nein, schön hier wieder erstmal die Tür zu machen. Kamera 2 immer noch da, hä? Oh mein Gott, okay, Leute, der TNT-Regen geht weiter. Oh mein Gott, mein Haus wird erwischt. Hier läuft die Lava rein. Hier läuft komplett Lava rein. Aber ich muss sagen, Leute, also... Okay, mein Haus ist nicht mehr so viel da, Leute. Voll nice, dass diese eine kleine Kamera hier nicht erwischt wird. Wir hätten noch mehr Kameras oben platzieren müssen. Okay, hier ist nur Lava, ich sehe hier gar nichts mehr. Aber Leute, wir können ja mal schauen... Geh mal kurz hier raus. Meine ganzen Türen hier funktionieren nicht mehr. Meine Elektronik hat mich verlassen, Leute. Elektronik versagt. So, dann bauen wir uns doch nochmal lieber hier ein. Wir schauen nochmal, ob oben was Neues ist. Kamera 2 immer noch aktiv. Alles gut. Ja, also ich sag's mal so. Bis jetzt ist hier noch alles gut. Kann ich denn hier nicht mehr durchlaufen? Macht gar keinen Sinn. Hier kann ich auch nichts wegbauen. Ich kann einfach hier an manchen Stellen nichts mehr wegbauen, Leute. Stehe ich nicht so ganz. Aber wir könnten ja sogar eigentlich hier nochmal so ein... Ey, Mann, das geht auch nicht. Oh, Leute, wir gucken mal hier die Kameras. Ich habe hier noch eine Kamera von der Stadt gehackt gerade. Wir gucken mal. Oh mein Gott, mein Haus ist komplett weg. Hier ist nur Lava. Ich sehe gar nichts. Das ganze Dorf ist weg, Leute. Max, hallo? Max? Warte mal, ich höre Lukas. Max, warte mal, ich mache ihm hier die Tor. Lass mich mal bitte rein, Junge, ja, ich lass dich rein, Lukas. Go. Warte. Ja, ich lasse hier... Mach Junge, guck mal nach oben, da kommt Lava. Okay, mach alles hier verriegeln. Hier lang, hier drüber. Mach alle die ganzen Stahltüren zu. Oh mein Gott, Haus, es ist alles kaputt. Komm hier rein, Hier nochmal eine Tür zu und hier in den Tresor rein. Hier in den Tresor rein. So. Hä? Ich habe die Tür gar nicht gehabt. Oh mein Gott. Bro, guck mal, ich habe hier mit Panzerglas Wasser oben drüber in den Tresor, hinter 50 Sicherheitstüren. Ich glaube, das kann hier niemals bei uns ankommen, sage ich dir ehrlich. Oh mein Gott. Warte mal, die Lava... Bei mir, ich habe eine Heizung und so im Haus gehabt. Es ist alles explodiert. Oh mein Gott. Kaputt. Ey, okay, die Lava erreicht gerade hier den Vorraum, sehe ich. Aber da ist ein Wasserbecken. Nee, also wo ich dich abgeholt habe, da wo diese große Klappe war, da ist ja auch ein Wasserbecken. Das heißt, das löscht jetzt einfach erstmal alles. Also ich glaube, das sollte so, dürfte eigentlich nichts passieren hier. Ja, guck mal hier, die Lava. Haha, wird abgehalten. Oh, easy. Ich hab alles verloren. Alles ist weg. Oh mein Bunker war nicht stark genug. Keine Sorge, wir werden uns wieder neu aufbauen, Lukas. Oh nein, hier, ich hab aus den Ding auf. Oh. Irgendwas explodiert bei nein, dir. Nein, die Gasleitungen. Oh mein Gott. Guck hier nochmal die Kameras. Aber der Vorraum ist ja auch noch safe. Also alles gut. Das ist strong mit Wasser. Okay. Das hatte ich auch bei mir unten im Raum. Also Bro, da ist gar nichts hier los. Das ist ja richtig hier nichts. Das ist immer noch nur im Vorraum die Lava. Okay. Ich höre hier immer mehr Explosionen. Da kommt mehr Lava durch. Aber Gott sei Dank hast du so einen sicheren Raum. Bro, da müssen erstmal noch 3 weitere Türen durchbrochen werden. Okay, Leute. Ich guck nochmal in den Vorraum. Hier die Lava breitet sich langsam mehr aus, aber... Oh, nein. Das hat mich aus der Kamera... Nee, oh alles mein gut. Gott. Nein. Okay, es ist ein... Oh nein. Es ist weiter vorgerückt. Okay, die Lava ist mittlerweile an der großen Eisentür angekommen. An der hier vor uns? Nein, noch eine davor. Okay. Boah. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch durchhalten. Ey, Bro, sei mal ehrlich, sind wir sicher hier drin? Ich weiß, ich kann es dir nicht versprechen. Oh, das ist meine letzte Chance, Mann. Ich kann es dir wirklich nicht versprechen. Gibt's hier einen Notausgang?
Nein, hier ist auch nichts. Oben ist auch alles voll. Hier ist Ende. Aber selbst hier müsste es erstmal noch das Wasser- und Panzerglas durchdringen. Und diese Tresortür von vorne. Also eigentlich sind wir jetzt ziemlich sicher. Ja. Warte mal, ich guck noch mal kurz in die Kameras. Oh, oh. Security-Kamera 1, 2 und 3 sind schon kaputt. Ja. Hier. Ich höre, wie Wasser auf Lava trifft. Oh mein Gott, nein! Nein, 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 nein. Die Vorkammer ist voll überflutet mittlerweile. Wow, die Tür ist weg, die Tür ist weg, die Tür nein, ist weg! Nein, nein, was? Hast was? Du noch eine Tür? Hinter uns, hinter uns! Was? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Bro! Wie, was ist das für eine oh mein Gott, was ist das für eine Billigtür? Oh, Lava! 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 No. Nein! Oh, nein, 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 nein! Okay, Leute, der Lava-Tsunami hat gewonnen und hat uns alle platt gemacht. Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin haut da rein, Leute, euer Crymax.